Teil 2, Gitzenweiler Hof, 19. Juli 2021. Da wird Yoga gemacht im Liegen. Da hast du eben noch gesagt, ja, so kann ich Yoga auch. Ja, aber jetzt ist schon vorbei, glaube ich. Jetzt hätte ich wieder Schwierigkeiten zu heben. Du bist ein unglaublich sportlicher Typ, oder? Ja, Wahnsinn. Also ein bisschen sportlicher, wie es aussieht, das schon. Du fährst Mountainbike? Nee, wandern. Wandern und so Sachen. Okay. Alles, was man laufen kann und kein Talent braucht zu Sport. Also so Ballgeschichten und sowas geht nicht, aber alles, was mit Füßen geht, ist okay. So, jetzt sehen wir hier, ich ziehe mal gerade ein bisschen auf, dass wir es haben. Das ist ein extrem stark angenommenes Programm. Jetzt war es ja die ganze Zeit, war ja schlechtes Wetter. Und normal ist viel mehr los und Yoga ist gar nicht so einfach, wenn man nicht weiß, wie es geht, oder? Man kann da ganz schön Muskelkater kriegen. Ich konnte mich bisher noch verwehren, es mal auszuprobieren, Gott sei Dank, sagen wir mal so rum. Okay. Aber ich glaube, es ist schon anstrengender, wie es aussieht. Also so. Aktuell vielleicht gerade nicht so, aber... Ihr bietet das wie oft an? Eigentlich mehrmals wöchentlich, je nachdem, wie die Nachfrage so besteht. Unsere Ivana bietet es dann auch mit Massagen noch privat an. Mhm. Also man kann auch sagen, man möchte mal kommen und Yoga machen. Und ja. So, es müsste jetzt ganz ruhig sein. Heidrun, wie oft habt ihr Yoga? Eigentlich täglich. Ivana, unsere Yogalehrerin, ist ja die Animationschefin und die bietet immer irgendeine Form von Yoga an, jeden Tag. Einmal für die Kinder, einmal zur Entspannung, einmal die sportliche Seite, einmal akrobatisch. Immer dabei. Was ist Yoga? Erklär mal für Leute, die keine Ahnung haben, was ist das? Finde deine Mitte. Also im Grunde ist das, dass du deine Körperbeherrschung und richtige Atmung in Einklang bringst. Und dann kannst du auch alles Mögliche machen zum Entspannen, aber auch zum Stärken des Immunsystems sogar. Schau mal. Oh. Gehen wir gerade darüber. So, wir haben jetzt extra mal ein paar Mitarbeiter von dir genommen, die wir filmen können. Ivana ist hier die Chefin. Ich weiß. Genau, sie kann das und sie macht das auch. Beautiful. From here we're gonna take our feet and we're gonna play a little bit in this way. One. Two, okay, and if you still have that beautiful point where you can stay. Schau dir das mal an. Entschuldigung, also das ist für Fortgeschrittene. Psst. Beautiful. From here. So you place your feet on the ground and from here. You can play a little bit with your knees and basically try to push them down on the ground. So we're gonna do up and down. Your back is completely nicely and straight. Your shoulders are open and your chest is out. And just play a little bit. This is really good for the coxarthrosis and it opens completely and prevents also the coxarthrosis. So it opens completely this area here. And of course, if this is not enough, because you're very elastic, you can do a next step. You can place your elbows on your legs and just push your elbows down your legs. And go a little bit front, and go a little bit front, and go so front that you kiss your feet. So einer gelenkisch. From here, we go back to our lotus position. Close your eyes and feel the beautiful feeling that your body gives you. Thank you.
Namaste. Thank you very much. Beautiful. Now, who would like to try some acrobatic yoga? Did anybody done ever acro yoga? Acrobatic? You done it? Come to mama. Come on. I make you fly. Und wie war's? Sehr gut. Was ist schön? Man fühlt sich so ein bisschen erholt, entspannt danach. Ja. Ja. Ja, meine Frau. Hallo Sven. Du hast dich schon die ganze Zeit hast dich gesehnt nach Sport. Ist es schön hier am Gitzmannhof? Ja, sehr schön. Sie macht das gut, gell? Ja, die macht das super. Ist das auch die Masseurin gewesen? Genau, die macht auch, ich habe auch bei ihr Mix-Sport gemacht, einen Kurs. Der war echt brutal, aber das war gut. Zeig mal nicht ihren Kopf. Boah, sie ist ja schon hart drauf, ne? Ja, ja. Du hast ja gut mitgemacht, oder? Ich hab's probiert. Erste Mal jetzt, oder? Also Yoga, ja. Ist das schwer? Kriegt man da Muskelkater von? Ich hoffe nicht. Toll! Awesome! War das das erste Mal? Nee, oder? Sie haben das schon öfters gemacht. Ja, aber ja, 10 Jahre früher. Hi! Hi! You speak only English or German? I speak better English than German. German. Yes. So you're doing this all the time here? I'm doing full time. I do sometimes yoga, sometimes acrobatics. Also sie macht das Vollzeit, sage ich mal gerade. Yoga, Akrobatik. Die Massagen machst du? Massage auch. Traditionelle Thai-Massage. Thai-Yoga-Massage mit Yoga, Passive Stretching. Yeah, yeah. So really, really good one. Ich habe meine Freundin schon ausprobiert. Ja, das ist ziemlich witzig. Ja, ziemlich cool. Und ja, und ihr bietet das jeden Tag? You make this all day here? I make every day, but it's every day is verschiedene Dinge. Einmal ist Yoga, einmal ist Fitmix, einmal ist Acrobatic Yoga. Yeah, so we have a big festival here for Acrobatic Yoga in September. In September? It's I think on 24th, and it's called Acro Yoga Love Evolution. And it's international festival, and it's from the beginners up to the really high levels, so whips, pops, and stuff like that. But in the normal animation, we do acro yoga workshops normally, and we show like really basic steps how to do it, mixed with yoga as well, and of course Thai massage. So it's all together. Ich übersetze das mal. Sie macht alles. And what's the one situation where the ambulance has to come? We didn't have. So someone stuck? No, no, it didn't happen. Not yet. Not yet. Okay. Yeah, but if they get stuck with the back, then they come to me, so I unblock them. can you show me just the lotus thing where you kiss your. Where I kiss my feet. Feet, yeah. Oh, this is amazing. And you maybe next to her to do the same thing. You sure you want him? Because I show because men can do everything almost. So, er macht das jetzt mal, machen das mal parallel. Und ich habe nämlich eben gesehen, er kommt nämlich genau an seine Füße ran. Wenn du es einmal kurz zeigst, wie es geht. Sehr schön. A lot of people are not so stretchy. Yes, but I think things comes with practice. So I'll show you my one. Yeah. And I'm also not that stretchy. Ja, klar. she is also not so stretchy. And yeah, and shall I push him? Yeah, push him. Shall I sit on his back? Yeah, please. Shall I break it? Ja, komm, jetzt gib gar. Das Hauptproblem ist wahrscheinlich der Bauch, ja. Lächeln und winken, oder? Ja, ganz toll. Also ich bin. Dein Name? Miyoko. Miyoko. Also du machst ja Animation, oder? Ja, genau. Ich bin Animateur hier. Ja, du hast heute mal mitgemacht, dass wir auch Leute filmen können. Dich haben ja gefragt, ist das schön hier zu arbeiten? Ja, es macht mega Spaß mit all die verschiedenen Sachen, mit den Kindern zu arbeiten. Es ist mega toll. Du sprichst, wie viele Sprachen sprichst du? Ich spreche Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Englisch
und zum Teil noch ein bisschen Französisch. Du kommst aus der Schweiz? Ja, genau. Okay, super. Also du bist hier den weiten Weg an den Bodensee gereist. Genau, ja, genau, den weiten Weg, ja. Ja, ganz cool. Aber es ist schon jetzt besser mit dem Wetter, oder? Es hat ja die ganze Zeit ein bisschen geregnet. Ja, sehr viel besser. In den letzten Wochen, Tagen war es die ganze Zeit regnerisch und jetzt endlich mal ist die Sonne hier. Okay. Du machst es nicht fulltime, oder? Nein, nein, jetzt über den Sommer. Über den Sommer. Und dein Alter, wie alt bist du? 22. 22. Und ist das was für dich, so Animation? Ja, es gefällt mir mega. Also mit den Kindern zu arbeiten ist das immer um 10 Uhr denke ich mir, mein Gott, ich hole das Schrotgewehr und schieße dich ab. Ja, aber dann da macht ihr euren Gitzi-Song. Ja, genau, aber vielleicht müssten sie mal mittanzen und dann... Ja, aber ich war ja dabei, ich habe nur Spaß gemacht. Ja. Aber es gibt die und die, oder? Ja, genau, genau. Ist so. Man muss schon fröhlich sein, also ich sag mal, Kinder lieben und so weiter. Du hast einen Bruder? Ja, ich habe einen älteren Bruder. Ja. Ja. Der war mal lieb zu dir? Nein, eher das Gegenteil, aber durch ihn konnte ich halt wissen, was man machen muss. Also besser gesagt, das Gegenteil, was man machen muss. Ja. Und du? Ja, ich hätte sie nicht vergessen. Hi. Hallo. Dein Name? Bunam. Wie? Bunam. Who knows? Bunam. Bunam. Ja. Okay, woher kommst du? Aus Indien. Aus Indien? Ja. Quatsch. International. International. Und ja. Ich bin deutsch. Sie ist deutsch, sie ist bayerisch, aber und du kommst aus Indien? Ja. Du sprichst gut Deutsch mittlerweile? Nicht so gut, aber ja. But you speak English. Ja. Everyone does in India. Ja. Okay, so how long are you here now? In Deutschland, it's like 4 years. 4 years? Yeah. Okay. And in Gitzenweilerhof, 2 years. 2 years? Yeah. And you are full-time here? Not full-time, season Arbeit. And you like to bastel? Yeah, I love it. It's my hobby. It's your hobby? Yeah. Und was ist das Schönste mit Kindern, wenn die was mitnehmen und dann? Ja, oder in Creative Werkstatt, wir mit Basteln zusammen. Da darf ich das mal sehen, die Creative Werkstatt? Ja. Komm mal mit. Okay. Wir zeigen die mal ganz kurz. Okay. Oh, du hast Strümpfe an. Das ist nicht schlimm. Ihr habt nämlich eine ganz große Kreativwerkstatt, gell? Ja, ab 14 Uhr. Wir machen das jeden Tag mit neuen Sachen. So, ja. So, und jetzt hat es ja ein bisschen geregnet, das heißt, vieles war drinnen. A lot of things were inside. Ja, because of Corona, we are not doing anything inside. Okay. And just we are doing outside all the things. And this goes in creative works. No! Yes. And do you have a stamp to do this? Yeah. Because you're not doing this all with a scissor. No, you're stamping it. No, I'm giving them and I'm making with them. Okay, pretty good. Oh, wie süß! Die Ponam nehme ich auch aus. Hier, das ist unser Basteln to go. Ach so, man kann das mitnehmen und da steht auch drauf, wie man es macht. Ja. Und Ponam macht auch ein Video und zeigt, wie das geht. Und das ist alles vorbereitet. Mit Belohnung für die Kinder. Okay. Und dann machen wir jeden Tag was anderes, gell? Ja. Das kostet natürlich viel Geld, sowas, oder? Ist das heißt, kostenlos. Also, ist im Preis enthalten. Die Papiersachen, ja. Wenn wir natürlich was Hochwertigeres basteln, wo wir auch ein entsprechendes Material brauchen, dann haben wir so 5 Euro. Euro. Genau. Aber das ist okay, das kostet ja auch was. Unsere Auswahl. Sag mal bitte. Ja, Puna musst du erklären. Puna, erklär. Okay. Hier, wir haben eine kleine Kreativwerkstatt. Du machst das bitte einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Sei mal so lieb. Vielleicht fangen wir an mit Deutsch. Okay. Das ist die Kreativwerkstatt? Ja, das ist die Kreativwerkstatt. Hier, wir haben diese T-Shirts, Gitzenweilerhof-T-Shirts. Kinder kann das selber basteln, malen mit diesen Textilfarben. Okay. Ja, und wir haben kleine T-Shirts für Camper aus T-Shirts. So sehen Camper aus. Ja, das ist auch kostet 5 Euro. Oder wir haben diese, ich habe das gebastelt. Und jetzt wir geben dieses Material, wieso, für 5 Euro. Okay. Ja. Das ist praktisch, und die Kinder können es behalten. Ja. Oder für diese, wir haben diese Sachen für 5 Euro. Oder wir haben diese Taschen. Oh, sind die hübsch. Ja, mit diesen Textilfarben. Ach, die habt ihr selber ausgemalt. Ne? Ja. Ja. Das auch kostet 5 Euro. Oder wir haben diese Kette. Oder diese. Ach so, und so ein Perlenmix. Da kann man selber Ketten bauen. Ja. So. Und wer nicht genug hat, nimmt ihn vorne mit nach Hause. Yay. Very creative. Take now in English, babe. Yeah. English. So, this is creative Werkstatt. Yeah, this is creative Werkstatt. Handcraft.
handcraft. So it's you see some prices here because there are kits and the kits can have everything in this set together. Yes. That they need, and they do all the work themselves. Yes, exactly. Okay. And you show them how to do this? Yeah, I show them how to do it. Outside, because of Corona? Yeah, outside, not inside. Okay, very good. T-shirts you have, and there are... Yeah, t-shirts, they can do like this, paint like this, and they can wear. The colors are washable colors. Okay. They don't get off when it's washed. So it stays like that forever. Your age? Oh, oh my God. 18.5. Yeah. Okay, I'm 35 years old. No. Yes. You're kidding me. By profession, I'm a doctor. I have 6.5 years of experience in hospitals. But here in Germany, I have to do a lot of things for doing jobs. Die will mich verarschen. Nein, das ist echt so. Sie ist Frauenärztin eigentlich. Yeah. Frauenärztin dreimal. Wir haben sie kennengelernt über die Deutschkurse. Und dann hat sie sich entschlossen, sie übt ein bisschen Deutsch bei uns. Und jetzt gefällt sie so gut, dass sie Gott sei Dank Englisch. Die Inder, das ist so gemein. Die sehen so jung aus. Das ist der Hammer. You, you look so young. Wenn du jetzt auch so jung bleibst, kriegst du von uns ein Käppi geschenkt. Think outside. Echt? Thank you. Thank you so much. Because the rainbow is now very in mode, in der Mode, in fashion. The rainbow colors right now, yes. Because of the gender and everything. Exactly, yeah. Yeah. Okay. But yeah, but here in Deutschland they have just two colors, black and gray, white. But yeah. Am Gitzenweiler Hof ist immer der Regenbogen, schon seit 1995. Seit 1995 der Regenbogen, so sehr schön. Und es ist für alle. Das ist für alle. Nicht nur Gender, sondern hier sind alle willkommen. And your age? 18.5. 43. 43. 43. But I have to look on her outside because there are no wrinkles, nothing. Oh, how did you do this? Is there a special? Just food. Indian food. Yeah. Indian food. We eat fresh every time. And hot. And hot. Yes. Yeah. Fresh and hot. Good. Scharf. Scharf und frisch. No, she's not 35. Yeah. 35. But sometimes. But sometimes you need your ID for everything. If you buy or you so you don't drink alcohol. No. A wine. Wine. But to buy it, you always have to show your ID. No, my husband used to buy it. Schön. Ich habe gesagt, also sie braucht immer ein Personalausweis dann. Dein Alter? 16. Ah, ich dachte, du wärst 11. Hallo. Die Jüngste, hast du gesagt. Unbeliebt. Nein, weil sie sieht so jung aus. Aber ja, aber doch schon so erwachsen. Ach so, die Jungen wollen gar nicht so jung sein. Richtig. Okay, das heißt, du willst eher dann ein bisschen älter. Ist so. 16, was hat dich hierher verschlagen? Einfach als Ferienjob. Und ich wohne hier in der Nähe. Und wo wohnst du? In Sauters direkt. Ist das weit weg? Über die Straße. Ja, genau. Über die Straße. Bis 2-3 Minuten. Das heißt, man wird ja groß mit so einem, sag mal, Bodensee, Lindau, Gitzweiler, Campingpark. So ein bisschen. Die Leute kommen ja her, man sieht die immer rein und rausfahren. Doch, ist eigentlich ganz interessant, dass hier viele zum Urlaub machen herkommen. Ist so, du machst jetzt Animation, du hast aber so eine ganz leise Stimme. Hören die Leute dich denn auch? Ja. Okay. Sieh mal, das mit dem Lächeln wieder mit. Jetzt weiß ich, das war nur Spaß, weil eben, ich habe dich ja interviewt, aber Yoga ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, oder? Wenn man das so das erste Mal macht. Nee, also ich habe es auch das erste Mal gerade gemacht und ich habe mir bei der einen oder anderen Übung ziemlich schwer getan. Aber im Großen und Ganzen hat es Spaß. Ja, weil man das nie gemacht hat, Übung macht den Meister, so ist es. Man sagt ja, was machst du im echten Leben? Du gehst noch zur Schule, oder? Ja, ich gehe noch zur Schule. Jetzt habe ich die 10. Klasse fertig. Und echt? Ja, genau. Mit 16? Ja. Okay. Ist schon hart, das neue Abi, oder? Oder geht's? Ist das stressig? Also noch geht's, aber ich glaube, nächstes Jahr wird es dann stressig. Wird's schwieriger. Mhm. So 10. Klasse ist jetzt vorbei. Ihr macht Abi dann mit 12 praktisch, 12, mit 18? Genau, ja. Okay. Was ist so super, deine Fächer? Was kannst du gut? Oh. Gar nichts. Deine, macht ihr noch LKs? Nee, oder? Deine Abi-Fächer, was hast du gewählt? Also ich bin in Österreich, das ist ein bisschen anders. Eben, ja. Ne? Aber wie ist es da? Da hat man natürlich IV, oder was habt ihr schon? Deutsch ist halt, muss man machen und so, und Englisch auch. Und kann man halt verschieden wählen, was man mündlich und schriftlich Abi machen will, aber das habe ich jetzt noch nicht gewählt. Man hört überhaupt nicht, dass du aus Österreich kommst. Du sprichst perfekt. Ich komme auch nicht aus Österreich, ich gehe nur dort in die Schule. Gehst in die Schule da? Ja. Okay, klasse. Es ist gar nicht weit weg, Österreich. Wie weit ist das weg? 10 Kilometer. 10 Kilometer. Das heißt, hier ist alles eins. Schweizer habt ihr hier, Österreicher, Indien. Ciao, bis morgen. Okay. Ja.
toll. Und ja, hier ist unser Basteln to go. Okay, das heißt, also da kaufst du ja Bausätze. Wir haben natürlich auch umgedacht, ne, mit Corona. Wir sind ja bekannt für unser tolles Animations- und Aktivprogramm. Und wir wollten uns natürlich hier einbringen und das aber natürlich Distanz und To-Go machen. Und dadurch haben wir das alles gebastelt. Und schauen wir mal, was Poonam alles da macht. Und hier hinten ist unsere Werkstatt. Du, die Frau ist unbezahlbar. Weißt du das? Die gehen wir auch nicht mehr her. Ich heule schon. Aber sie bleibt noch. Sie hat gesagt, sie bleibt. So you don't want to work as a doctor again? No, I want to work as a doctor, but for that, like, I just finished my B2, yeah. And now they are saying me to do C1 in Fachsprache. Ach so, das heißt, yeah. Du musst perfektes Deutsch können. Ja. Yeah. In der Fachsprache. Und dann Kantonesprüfung und dann vielleicht ein Jahres Studium. Und dann? Sie bleibt uns noch 5 Jahre erhalten. Ja, das heißt aber, wenn ihr hier einen Notfall habt, in case of emergency, you know how to do things, like... Yes. Ihr habt ein Defi hier? Na, selbstverständlich. Okay. Habt ihr den jemals benutzt? Nur zum Üben. Also ja. Gott sei Dank noch nicht in echt. Wir haben zwar ein paar schon aus dem Schwimmbad, so ein paar Kreislauf oder sowas hatten wir immer, aber Gott sei Dank ist noch nie was Ernsthaftes passiert. Das ist gut. Aber wenn irgendwas ist, du kannst in die Bluttransfusion kannst du geben. Ja. Oder das Bein amputieren. Ja. So, das ist eine Werkstatt hier. Hier stellt ihr die Sachen zusammen von Hand? Ja, hier lässt es sich einfallen, was alles macht. Ach, ihr lasst das nicht aus China einfliegen? Nein, aus Indien. Boah, ist das geil. Das ist alles Handarbeit, was ihr macht. Ja, und schau, hier machen wir was Neues wieder mit Naturbasteln, mit Steinen. Ein kleiner Kaktus aus Stein. Boah, ist das süß. Wenn da so hoher Besuch kommt, hätten wir vorher ein bisschen aufgeräumt. Nee, ist in Ordnung. Ich meine, das sieht nach Arbeit aus, so soll es auch aussehen. Da ist dann also so kreativ halt einfach was Buntes machen. Und deinen eigenen Campingplatz kannst du bauen. Nee, jetzt erkenne ich ihn wieder. Dafür. Bastelset Campingplatz. Und jetzt ganz bunt möchte ich, weil in Poonam gibt es die Pfau. Bastelei. Boah, ihr seid ja wahrscheinlich Großabnehmer für Bastelkartons, oder? Ja, wir haben dafür einen LKW, der das bringt. Zeig mal. Oh, ist das nicht süß? Das ist ja der Hammer. Das ist der schönste Campingplatz, den ich je gesehen habe. How long does it take to do this? Wie lange dauert es? Like half an hour or one halbe Stunde. Hour. Ja, Stunde. Yeah, Stunde. Yeah. Okay. Aber for ideas, it took long, how to make it, how to present it. So. Und natürlich mit der passenden Fahne zum 60-jährigen Jubiläum. Sag mal, als du nach Deutschland gekommen bist und zum ersten Mal die Sprache Deutsch gehört hast, was hast du gedacht? Hast du gedacht, ich fahre wieder nach Hause? Nein, weil wir haben schon in unserem Kopf, okay, jetzt unser Leben ist in Deutschland, so... Wir haben, okay, wir schaffen das, wir lernen und ja. So, dein Mann ist ja auch immer fleißig und der Sohn auch. Der ist Deutscher, dein Mann, nein, oder? Nein, auch Indien. Indien. Und was macht der jetzt? Er ist Ingenieur, okay. Er ist Automotive-Ingenieur. Ja gut, da hat er ja natürlich, er wurde sofort eingestellt, oder? Ja. Und mein Sohn ist 6 Jahre alt. Und dieses Jahr geht in Schule. Der macht jetzt Abitur, oder wie? Ja, gut, die sind da so schlau, die Inder. Ja, ist er schlau, dein Sohn? Ja. Das ist toll. Ja, freut mich sehr, dass du das machst. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit deinen Sprachen. Dankeschön. Das können nämlich schon die Kinder. Das hat sich auch Poonam mit Ivana einfallen lassen. Das sind Murmelbilder. Aha. Da kannst du Murmeln drauflegen und dann machst du das Muster drauf. Und mit den Erwachsenen machen wir dann die Bilder. Ah. Das ist auch in der Kreativwelt. Das habe ich mal gesehen. Ganz leicht. Das schaut so kompliziert aus, aber Ivana zeigt das dann auch, die hat mal Kunst ein bisschen studiert und das geht ganz einfach, also du musst nur die richtige Technik haben, damit du das auftragen kannst und die Blümchen draus machen kannst und das können dann die Kinder auch mit nach Hause nehmen, aber das kostet dann so um die 5 Euro immer oder wenn wir einen ganzen Kurs machen bis zu 25. Habe ich nämlich gesehen, ein Papa, der hat nämlich ein Kind kam, ich brauche 5 Euro und da hat er ihm 20 mitgegeben und gesagt, die 15 hätte ich gern wieder. Wird schwierig, wird schwierig. Das findet bestimmt noch mehr. Ja, toll, ihr habt viele Farben. So, und du machst das. Schau, morgen gibt es das hier. Ja, zeig mal. Morgen gibt es den Pinguin. 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 Basteltipp. Waldi ist fleißig und macht, Waldi macht jetzt noch 100 Stück.
Achso, hallo Waldi. Sag mal, Waldi, was du... Er heißt eigentlich Waldemar. Waldemar, ich sehe dich die ganze Zeit hier rum. Du bist unglaublich fröhlich, aktivierst die Leute hier so ein bisschen. Ich habe dich ja eben gezeigt hier mit deiner Klammer. Darf ich mal fragen, wie alt du bist? Ich werde jetzt 68. Das ist krass. Ja, bin zwei Jahre in Pension, bin gelernter Sportlehrer, habe mich viele Jahre an einem Lindauer Gymnasium rumgetrieben und bin jetzt hier am GITZ gelandet. Macht mir unheimlich Spaß. Ja. Ist das was, was du, ich sag mal, wo du sagst, das brauche ich unbedingt als Ausgleich? Ich fühle mich noch so jung und arbeite gern mit Kindern und bin gern mit Leuten zusammen. Ich muss noch aktiv sein. Was krass ist, wenn du mal jemanden fragst, der 68 ist, zeig mir mal alte Leute. Ja, dann zeigen die meistens Leute, die dann im Altersheim sind und nicht mehr richtig gehen können und so. Ich habe mir ja vorgenommen, 103 zu werden, weil 102 wäre zu wenig und 104 wäre zu viel. Also 103 finde ich richtig passend. Ja, das ist auch die richtige Einstellung, weil viele sagen mit 50, oh, jetzt bin ich bald am Ende. Nein, da ist gerade mal etwas weniger als die Hälfte, oder? Nee, zum alten Eisen mag ich noch nicht gehören. Du machst das hier. Ist das nicht toll, wenn die Kids das kriegen? Du siehst das Ergebnis später, was sie machen, wenn du das hier zusammenstellst? Das macht Spaß, mit den Kindern zu arbeiten. Das ist gigantisch, also richtig toll. Ja. Ich war 13 Jahre lang Schulleiter am Lindauer Gymnasium. Echt? Ja. Okay, das heißt, du hast den Leuten schon mal gerufen, der kleine Peter soll mal bitte herkommen, Schulverweis. Die beiden Müllerkinder hatte ich bei mir an der Schule. So, und das hier sind so die Wagen, die ihr hier macht? Was? Am Nachmittag zum Basteln draußen mit den Kindern. Ach so, ihr nehmt das mit? Dann? Das nehmen wir raus auf die Terrasse, da stehen wir dann Tische und Bänke auf und dann dürfen die Kinder kreativ werden. Und das sind Muscheln aus dem Bodensee, die haben wir gesammelt und dann können die Leute was Kreatives draus basteln. Schau, oder mit Steinen. Und die sind wirklich im Bodensee, die findest du so im Bodensee. Der Bodensee hat Muscheln, also nicht nur die Nordsee. Ach, ihr seid jetzt dafür verantwortlich, dass der Wasserstand so stark gesunken ist im Bodensee. Nein, wir müssen so viele... noch Platz machen, dass es wieder passt. Der Bodensee, das heißt, da ist ja richtig Leben im Bodensee drin. Das ist ein Süßwassersee, der reinfließt, glaube ich, durch. Ja, natürlich, klar. Ja, rein, unten raus. Gletscher-Endbeckensee ehemals, dadurch entstanden durch eine Endmoräne, die den aufgeschüttet hat und dann aufgefüllt hat. Viele wollen ja an den Bodensee, das Klima hier ist ja extrem anders. Also oft ist ja nebelig, glaube ich, im Herbst. Oder? Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Warum? Die 1-2 Grad, die es wärmer geworden ist, die merkt man unheimlich. Und wir haben den Vorteil, dass über die Rheinpforte Mittelmeerluft hereindrängt. Bis Friedrichshafen haben wir dann oft noch eine Föhnlage. Da ist bei uns noch eine Woche schönstes Wetter und am Untersee ist dicker Nebel. Habe ich schon mal gesehen. Der See ist sehr lang. Wie lang ist der ungefähr? 65 Kilometer. 65 Kilometer. Ja. Das heißt, die tiefste Stelle ist zwischen Fischbach und Uttweil 63 Meter tief. Echt? Ja. Okay. Der war schon immer da. Ist das ein Ursee? Oder? Nein, ist ein Gletschersee. Gletschersee. Ja. Okay. Jetzt, die Eiszeit entstanden. Die schmelzen ja langsam ab, die Gletscher. Merkt man das? Oder? Nein. Der Wasserstand am Bodensee ist sehr unterschiedlich. Je nachdem, wie viel es in den Alpen regnet, ist der Wasserstand mal, der kann bis zu 2 Meter schwanken. Jetzt sag mal, im Moment habe ich jetzt gelesen, 1 Zentimeter über Hochwasser. Was bedeutet Hochwasser am Bodensee? Hast du es mal erlebt, Hochwasser? Ich habe es erlebt. Wir haben ein kleines Häuschen in Wasserburg. Vor 7 Jahren war ein Hochwasser. Da fließt durchs Naturschutzgebiet ein kleiner Bach, Eschbach genannt. Der 10 Zentimeter hat noch gefehlt, dann wäre bei uns der Keller vollgelaufen. Das gibt es auch am Bodensee? Das gibt es auch am Bodensee. Weil der so riesig ist. Aber gesehen habe ich also... Ja, das Problem ist, dass die Zuflüsse dann, wenn er Hochwasserstand hat, nicht mehr abfließen können und sich dann aufstauen und im Hinterland aufgestaut werden. Okay, das heißt, das ist dann dort. Und der Bodensee fließt durch die Schweiz? Oder wo fließt denn? Ja, der Rhein, meine ich. Der Rhein kommt aus der Schweiz und mitten im See ist dann die Grenze Schweiz-Deutschland. Und der fließt dann nach Frankreich, oder? Nein, durch Deutschland. Durch Deutschland weiter. Ja, genau. Schaffhausen, die Ecke. Ja. Das ist aber an der Grenze dann. Das ist an der Grenze Schweiz-Deutschland. Ja, richtig. Merkst also, ich finde das toll, wenn ich Lehrer dabei habe, weil ich sag mal, man weiß ja, der Rhein, der kommt ja irgendwo her. Die Mosel zum Beispiel fließt ja auch durch Frankreich, wissen natürlich, viele gar nicht. Ja, ist dort, entspringt ja da und kommt ja dann, da kommt auch das Departement her. Ihr habt ja viele Sprachen hier. Das heißt, ihr sprecht ja Französisch, Italienisch. Italiener kommen auch her? Auch hier bei uns am GITZ sind wir international, sogar Franken haben wir hier. Habe ich gesehen eben. Ja. Wir haben einen Franken interviewt. Ja, wir sind auch Franken, deshalb, ne? Du auch? Ja. Würzburger. Unterfranken. Ja. Okay. Die echten Franken. Ja, meine Frau kommt aus Lichtenfels. Ja. Ja, schön. Wir schicken hier, wenn du jetzt die Animation verlässt, noch einen GITZ-Song, dass du es auch nicht vergisst. Ich habe gar keinen CD-Player mehr. Was mache ich denn jetzt? Hast du MP3? Kannst du downloaden. Den nehme ich aber mit, auf jeden Fall. Mit. Und für die schlechten Tage einen Tee. Sonnentor. Das ist ein Tee? Das ist ein
Gitzentee. Der Gitzentee. Grüße vom Gitzenweiler Hof. So, jetzt machen wir mal eins. So, dann gehen wir wieder raus. Nee, wir zeigen nämlich mal jetzt mal was ganz Besonderes. Darf ich dir meine Mütze noch mal geben? Das ist so ganz kurz. Ich komme gleich vorbei, hol alles mit. Okay. Denn ich habe Tee geschenkt bekommen. Und das gibt dir mal ganz kurz die Heidrum mal alles. Das werde ich gleich mal einsammeln. Ja. Denn das ist Wahnsinn. Ich bin so begeistert von dir, weißt du das? Mit Kindern zu arbeiten, mit einem Pädagogen noch zusammen, der mal, ich sag mal, Schulleiter war und so weiter. Ihr habt ein tolles Team, oder? Ja, ja, wir sind ein tolles Team. Sehr mit schön. Italien, Kroatien, unsere Chefin Ivana und Waldi. So, das ist gut, sehr gut. Sehr schön. Das sind die Stempel, von denen ich eben gesprochen habe, gell? Damit kannst du da Papier ausschneiden. Schmetterlinge. Ja, mit dieser oder Hase. Hase. Oh, das könnte ich den ganzen Tag machen. Da kommen lauter Schmetterlinge raus und Hasen. Da sind sie. Cool. Sehr süß. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Hier wird mal wieder geflüstert, ja, das sehe ich schon. So, und das ist im Prinzip eure Uhr, die Programmuhr? Das ist jeden Tag. Die kleine. Das kleine Programm ist das. Das oder August, ist, ich habe mehr. Ja, das fängt dann immer, also das ist immer die Altersklasse. Dann siehst du auf einen Blick, wie alt du bist und weißt, was für dich angeboten wird. Ne, die bunten Spiele sind zum Beispiel für die kleineren Kinder und Fitmix ist für die Erwachsenen beziehungsweise ab den Jugendlichen. Und die Rallye können die Eltern mit den Kindern machen. Hm. Und da steht dann ab 10 Uhr ist bis abends um 19 Uhr. Wir fangen im Gute-Laune-Start an und enden mit Spaß. Ihr müsst die Massage bei Ivana buchen. Ja. Meine Frau hat die gemacht. Ja, die hat geschrien vor Glück anschließend, weil die hatte so viel Muskelkater. Du machst das richtig gut, du steigst auf die Leute drauf, aber du machst das von bis. Also wenn jetzt einer sagt, geht bitte nicht so hart, please not so strong. Ja, ich mache das nicht so hart. Das ist sehr individuell. Ja, aber das normalerweise, wenn jemand hat Probleme, dann er kann fühlen, das tut weh. Wenn jemand hat keine Probleme, mein Drücken ist immer gleich. Okay. Ich drücke immer gleich. Jetzt er hier, er hat zum Beispiel eine sehr, sehr gesunde Haltung, oder? Die was? Sorry. Die Haltung, er ist sehr gerade, gesund, oder? Let me see, put it straight, put your legs straight. A little bit here, you know, push this out, squeeze your popo and bow and breathe. Das wäre jetzt gerade. Nein, der gerade ist wieso. Sag mal so, das wenn, ist so. Wenn Bauch ist drin, Schulter hoch, die Brust, Titties out, okay. And the Po immer squeeze drin. So will ich dich in Zukunft immer sehen jetzt im Video. Das ist so der. Atmen. Dann gehen wir auf Dauerschleife. Atmen. So, komm, wir gehen. Also, mach die Massagen. Ich finde die genial. Du bietest sogar 2 Stunden an, gell? Aus. Ich kann geht an vor 2 Stunden, 1 Stunde, 90 Minuten. Egal, kann egal. Alles. Ja, das super. Ist egal. So. Man kann das auch verschenken. Der Mann kann das der Frau schenken. Ja, klar. Kann schon bezahlen, dann geht die Frau nur noch hin. Ja, klar. So, wir sind weg. Tschüss. Tschüss, ciao. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Ja, tolle Abteilung, muss man sagen. Das ist okay. Hier ist unsere Rallye. Wollen wir die Rallye machen jetzt? Nee, weiß ich nicht. Bitte nicht. Ich, das ist ja jeder Tag mit der Familie. Zeig mal die Rallye, dass wir es zumindest mal gesehen haben. Rallye bedeutet, Leute müssen was abgehen. Ja, genau. Die Kinder werden beschäftigt, indem sie über den Campingplatz gehen, welche Farbe das T-Shirt von Fani hat, wie viele Stufen dort sind, was gefällt. Das heißt, ich mache das meinem Sohn mal. Du gibst das deinem Kind und hast Freizeit mit deiner Frau. Mhm. Und wenn er dann alles gemacht hat, kriegt er 1000 V-Bucks. Dann kriegt er ein Gummibärchen. Gummibärchen. Oder was so. Du erlaubst natürlich. So, hier vorne sieht man auch noch so ein bisschen hier Schwimmen, Baden. Das sind so die Felder, die ihr habt. Ja, genau. Ausflugslokale. Und schau, das haben wir auch mit den Gästen gemacht. Ich zeige das mal gerade wandern. Das sind die Wanderziele. Die Spielplätze, ihr habt so viele Spielplätze, das ist der Hammer. Und wir haben auch den Infotreff hier jeden Tag, da haben wir so ein Körbchen. Und Infotreff? Ah, ach so Broschüren. Draußen in der Früh, da kannst du deine Nordic Walking über den Bodensee-Erlebnisplaner, aber auch eine tolle Schiffstour mit der Hohen Twiel zum Beispiel buchen oder was du sonst so am Bodensee erleben kannst. Gibt es auch den Bodenseeradweg und da wird den Leuten alles erklärt, was sie eben wissen möchten. Die Ausflugsziele, Museen,
Alles klar. Was es bei uns so alles gibt. Das heißt, wenn ich irgendwas nicht weiß, einfach zur Info kommen, fragen. Ja. Ihr kriegt die Leute schon. Also wir haben das jetzt durch Corona outgesourced aus der Rezeption. Wir haben ja oben den Prospektraum, wo etwa 100 Ausflugsziele mit Prospekt schon neben der Rezeption beim Geldautomaten stehen. Und jetzt macht uns das die Animation mit und erklärt. Simply the best. So, komm, wir gehen mal raus, denn es gibt it's Bratwurst Time. Und ihr habt die wahrscheinlich beste Currywurst auf dem Gitzenweiler Hof. Die weltbeste auf dem Gitzenweiler Hof, genau. So ist es. Und jetzt sieht man auch mal, wie viel Spaß die haben. Ein richtiges Freibad habt ihr hier, muss man sagen. Von der Größe her, das ist jetzt kein Planschbecken, sondern ordentlich. 31 auf 25 Meter. Ist allein das zu unterhalten mit Heizen und allem drum und dran, wie wird das beheizt? Wir haben ein BHKW hier im Sanitärgebäude und das macht das Wasser schön warm. Ein BHKW, ein Blockheizkraftwerk. Richtig. Sehr effizient, ihr nutzt jawohl alles, Wärme jawohl und Strom. Jawohl, selbstverständlich. Das heißt, aber wenn der Strom mal ausfallen würde, ihr hättet euren eigenen wir Strom? Wir haben eine Trafostation, also es geht. Allerdings, wir hoffen, dass wir es nicht benötigen. So, hier vorne ist die Currywurst, die werden wir gleich mal zeigen. Hat jetzt auf und wir werden aber keinen Halt machen. Halbes Hähnchen? Halbes Hähnchen, echt? Nein, ja, schau mal hier, kannst du mal zeigen. Sigi, da darf ich das mal zeigen? Zeig mal deinen Teller, dürfen wir hier mal zur Kollegin. Ja, halbes Hähnchen, beim Udo. Boah, wie krass, das muss man vorbestellen oder nicht? Ja, eigentlich, es geht schon, mal aber... Mal gucken, ob wir für die nur eins rausschlagen können. Vorsicht, okay. Kinderwagen. Vorsicht, Obacht. So, ciao, Bonam. Fast erledigt. Später. Ciao. Stopp, Ausgang. Ja, wir gehen hier zum Eingang rein, boah, weil wir können ja lesen. Richtige Bude. Hier, bitte sehr. So, Pommes 3 Euro. Essen bis 19 Uhr. Warum bis 19 Uhr nur? Weil das dann zumacht hier unser Kiosk. Ach so, und dann ja, gibt es die Restaurants. Im Restaurant ist bis 10 Uhr gibt's Pizza. So, und das hier ist praktisch für den kleinen Hunger oder ja, den großen auf Hunger? Hand. Auf die Hand. Schnell auf die Hand. So, ich zeig mal gerade ganz kurz, ja, dass wir das mal sehen. Das ist die Speisekarte. Ich komme mir so ein bisschen vor wie im Skiurlaub hier, oder? Ja, das ist ja auch die Hütte. Udos Hütte am Gitz. Und haben wir eben schon gesehen. Currywurst. Rote und weiße Currywurst. Kenne ich aus... Also die rote und weiße Bratwurst. Kenne ich aus dem Saarland. Hallo Udo. Der Udo. Und Oberländer gibt's hier. Was gibt's? Oberländer. Das sind geschwollene oder nackete. Ist auch eine Bratwurst. Das heißt, du hast einiges mitgebracht aus Franken, oder wie? Na, das ist von hier. Das hat die Schwiegermutter mir erklärt, was Nackete sind. Nackete? Guck mal auf seinen Grill. So, warte das mal. Sind die weißen Würstchen. Ja, ich kann das nicht da, so gut sehen. Warte mal. Na, keine Chance, komm nicht durch. Dann gehen wir hinten rum. Wir kommen mal ruhig. Wir dürfen ja ausnahmsweise durch die Fressgasse. Ja. Gehen wir jetzt mal hier rum. Links. Da. Ja. Einmal ums Haus. Ach, das ist der Lüfter, den ich immer höre. Das ist der Kühlwagen, gell? Ja. So, und das ist, stört aber keinen, weil hier sind ja keine... Ja. So, einmal rein bitte. Wow. Udo, guten Morgen. Guten Morgen. Es ist mittlerweile schon Mittag. Was ist das Geheimnis von guten Pommes? Das Geheimnis von guten Pommes? Soll ich das jetzt echt verraten? Ja, verraten. Ich nehme nur frische Pommes, also keinen TK. Du hast frische Pommes? Und wer schneidet die selber? Nein, die kriege ich geliefert. Frisch, die waren nie gefroren? Nein, die waren frisch geschnitten. Nee, das heißt, die brauchen aber auch länger wahrscheinlich. Die brauchen ein bisschen länger, aber die sind aber um einiges besser wie die TK. Okay, das heißt, die sind kross außen und ja, innen? Kross ist ein bisschen ein Problem, weil man darf es ja nicht mehr so kross machen. Ja. Und der Akku. Sag mal, das, was hier hinten liegt, was ist das? Das da. Und das ist die geschwollene. Also das ist so traditionelle schwäbische Bratwurst. Das ist aus Kalb und Schwein. Und die roten, das ist aus Schwein und Rind gemischt. Das ist meine spezielle Currywurst. Die da? Die rote. Die rote, okay. So, und die geschwollene, wie schmeckt die ungefähr? Schmeckt sehr gut, magst du mal probieren. Nee, ungefähr vom Geschmack. Ist das wie so eine weiße Bratwurst? Ja, ein bisschen feiner halt. Also ein bisschen milder wie... Ich komme später mal, da probiere ich mal. Okay, dann viel Spaß noch. Du hast viele Gäste. Ciao, ciao. Tschüss. Hi, Drun. Gibt es jetzt endlich eine Currywurst? Ich habe Hunger. Nee, wir müssen dort weitermachen. Wir essen danach was. Das ist aber gemein. Wir sind nicht zum Spaß hier. Das können die anderen machen. Du lebst ja nicht hier, muss man sagen. Du hast eine Mitarbeiterin, die haben wir eben kennengelernt, die lebt sogar hier. Das heißt, und...
Die vorne. Du, ja, die Sigi. Die Sigi, die ist leider Sigi, weg die jetzt. Die arbeitet im Wirtshaus. Ja, ne, da kommt sie wieder. Schau, da kommt sie wieder. Das ist unser Service im Wirtshaus. So, und die lebt hier, gell? Das ist die Einzige, die hier wohnen darf. Die hat früher in Kempten gewohnt und jetzt haben wir sie aber integriert. Die hat die Hausmeisterwohnung quasi? Nein, die wohnt im Wohnwagen. Ach, die wohnt im Wohnwagen? Sie ist nicht nur Jahrescamper, sie ist Dauercamper. Warte mal. Die Einzige aber. Die Einzige. Sigi, hi. Ich grüße dich herzlich. Wir haben dich jetzt schon ein paar Mal gesehen, ja? Du bist die coolste Frau hier auf dem Platz, sagen alle. Woran liegt das? Keine Ahnung, ich kann es ja nicht sagen. Jeder behauptet das irgendwie. Also, sie ist berühmt aus Film und Fernsehen. Wie war das? Aufstehen, atmen. Atmen und leben. Hallo, und dann haben wir unseren Logo, unseren Spruch hier: Nichts ist geiler. Gibt's denn Leila? Wir sind die Besten. Jawohl. Ja. Hilfe, Florian. Ja, komm, Heidron. Komm. Wir gehen Wasser trinken. Aber das machen wir sonst auch und freiwillig. Ja, klar. Und wir sind wirklich noch nüchtern. Das machen wir schon in der Früh zur guten Laune. Ja, ich hab's befürchtet. Ja, nee, cool, du bist schon lange hier jetzt am Platz? 13 Jahre. 13 Jahre, das geht ja noch, oder? Ja, ich hab gedacht, seit 2 Jahren arbeite ich wieder hier. So. Und was ist das Schöne hier? Warum willst du hier sein? Weil es einfach geil ist. Es ist wirklich geil. Es ist Natur, es ist Freiheit. Und die Urlauber sind auch hier alle happy. Die meisten, oder? Sind happy einfach. Das ist einfach Natur, entspannt. Du gehst raus, du hast einen Wald. Du hast im Winter hast du hier die Rehe vor der Tür. Das ist toll. Idyllisch. Hier ist aber zu im Winter, oder? Nein. Du kannst auf, ganze Jahr. Ja, das ganze Jahr kommen. Echt? Ich könnte hier im Winter kommen und Weihnachten feiern? Ja, ist hier alles wir bauen zu dann, eine Schneebar, oder? Wenn du Schnee mitbringst. Aber hier sonst ist alles zu? Gastro ist zu dann? Oder? Nee. Nein, die Gastro haben wir offen, ein Sanitär ist geöffnet, natürlich nicht alles. Und Animation machen wir keine, musst du selber machen. Sag mal, wenn ich nur in die Gastro will als Tagesgast, muss ich dann auf den Platz oder darf ich so in die Gastro? Das ist nur den du darfst rein, ja. Du musst dich dann in der Gastro registrieren lassen. Der Parkplatz ist dann kostenfrei. Du parkst einfach vor der Rezeption und läufst rein. Pizza darf man auch mitnehmen. Und das machen Leute schon mal? Die ja, hier es sind viele Einheimische, die gerne kommen. Die gerne kommen, weil das hier ist ja so ein bisschen so eine Mischung aus Phantasialand, Europapark und Gitzenweiler Hof. Ja, viele sagen, wenn sie bei uns auf der Terrasse sitzen, dann fängt der Urlaub an. Es ist wie Kurzurlaub. Du warst schon oft im Fernsehen, oder? Ein paar Mal, glaube ich. Ja. Wo warst du überall? Ja, bei meinem Lokal, dein Lokal, aber nur eine kurze ist. Ja, na? Dann Yes We Camp. Yes We Camp kommt ja schon. Noch. Ja. Na? RTL ist das sowas? Kabel 1 und RTL ist auch schon da. Und ZDF? ZDF war auch schon da. Ja. Im richtigen Fernsehen warst du dann quasi. Ja, so TV-Fernsehen. So ja, Wahnsinn, so, gell? Das große Fernsehen. Ja. Die kommen ja mit richtigen Kameras auch, oder? Ja, brutal. Nicht mit so Spielzeug. Solche Teile, gell? Da rennst du da rum und die rennen hier. Tschum. Ist das so, dass jede Szene ein paar Mal gemacht wird dann? Ja. Also das ist so, also nicht so wie hier, ich lass einfach laufen? Du lass laufen, das ist super. Ja. Na, das muss man dann schon, gell, ein paar Mal. So, nochmal auf verschiedenen Einstellungen nachstellen. Ja. Spontan gestellt, ja. Das warst du eben, nämlich ganz am Anfang gesagt, ich komme mal hier aus der Tür raus und so. Ja, ja, wir sind irgendwie noch in dem Modus gewesen. Ne? Aber mir gefällt das so auch viel besser eigentlich. Aber, also was heißt, es ist halt anders. Aber der Platz hat ja alles. Du hast hier Gastro, du hast einen Laden, du hast ein Schwimmbad, du hast eine Massage. Alles. Alles. Du brauchst eigentlich den Platz gar nicht verlassen. Im Prinzip, wer hier ist und einfach hier ist, der braucht auch nicht, der geht vielleicht einmal runter an der See. Also wenn jetzt welche kommen von weiter her, aber jetzt ich, wo hier wohne, ich brauche den See da unten nicht mehr. Ja. Nicht wirklich. Ja, man kann ihn auch trocken legen. Na, weißt du, wie ich das meine? Es ist schön und wir haben aber auch schon Fleckle aus. Eiscafé Graf. Graf, jawohl. Beste Eis, wo es gibt, der und macht es selber. Beim anderen Graf gibt es den besten Aperol Spritz. Ja. Direkt an der Hafenmeile, sehr schön. Ja, krass. Nur zum Empfehlen. Wo ist das genau? Ja, am See unter, auf der Insel. Ach, auf der Insel Lindau. Direkt am Wasser. Ja, ich höre immer See, ihr habt ja auch einen See, wir nicht haben der größte, See. Größte ist mehr am Schwäbischen Meer. Ja. Der Bodensee ist da. Nein, ihr habt ja auch selber einen See hier das auf dem Platz. Die Weiher. Ja. Die Weiher. So, und wenn ihr See sprecht, sprecht ihr immer vom Bodensee. Vom Bodensee. So, und die Insel Lindau, das ist die Insel. Die Insel. Okay. Du fahrst über die Brücke. Altstadt. Die Altstadt Lindau. So, komm, wir gehen schnell, Sigi. Ich wünsche dir noch alles Gute. Danke, gleich. Darf ich noch fragen, wie alt du bist? 38? 18,5, aber vorhin gesagt. Also volljährig. Danke, tschüss. Danke, ciao. Ciao, ciao. Die Sigi, ich pack's nicht. Ja. Ja. Die ist.
Die ist aber genauso wie du gesagt hast. So, und hier gibt es wahrscheinlich Rohkost kriegt ihr heute, oder? Nein. Sondern was gibt's? Currywurst mit Pommes. Currywurst mit Pommes. Ja. Darf ich dich mal zeigen von der Seite? Gerade mal. Was? Sie verträgt es. Sie verträgt es, du auch. So, das heißt, ihr macht viel Sport, oder? Nein. Wir arbeiten nur. Ihr arbeitet nur. Die Ute, ich zeig's mal gerade, die ziehen auch ungern die Masken aus, die Mädels, weil sie wollen nicht ins Kino. Und genau. Du bist die? Jacqueline. Ja. Und du isst auch Currywurst jetzt? Ja, Pommes. So, komm, wir gehen. Weiter geht's. Ich bin neidisch, bis später. Na, sie will ja nicht ins Fernsehen. Du hast ein schönes Gesicht, finde ich. Also, ja, danke. Ja, das ist ohne Maske viel schöner. Ja. Also so nett ist unser Personalchef. Augenblick mal ganz kurz, darf ich mal dein T-Shirt sehen? Ja. Das ist ja der Hammer. Was ist das denn? Bayerisch. Das ist bayerisch. Das ist aber keine Original-Lederhose, sondern ist ein Fake. Das ist eine Badehose. Echt? Und das ist das T-Shirt dazu passend? Ganz genau. Ich habe es am Anfang gar nicht erkannt. Wie cool. Ja. Ciao, ciao. Ciao. So, komm. Geh mal nicht mal Florian mit. Wir haben noch was zu besprechen. Florian, komm, auf. Wir haben ja keine Zeit. Ja. So, jetzt gehen wir mal hier vorne. Das ist jetzt so der Bereich, viele Wohnmobile habt ihr oben. Ihr habt extra Stellplätze XXL. Ihr könnt also ganz große Wohnmobile mittlerweile aufnehmen. Die großen, genau. So, hier sind wir wieder. Das war der Yogaplatz von eben. Dann geht man hier über eine Brücke. Aber ja, ich habe eben gesehen, 12 Meter passen rein. Ihr habt ein Gespann, das war auch 12 Meter. Da waren sogar noch 2 Meter Platz. So, hier vorne kann ich ja noch Sachen kaufen. Ja, unser... Shit, Name vergessen. Hier ist er. Nee, doch nicht. Aber er stellt sich bestimmt auch gar nicht mehr vor. Wenn er aufhat, steht er, springt er da. Wo ist er denn? Er ist da. Er ist bestimmt da. Also da gibt es so, falls man Strandkleidung und sowas vergessen hat. Und dann gibt es hier diesen kleinen See. Hier vorne ist mein saarländischer Freund. Ah. Guten Morgen. Geht's dir gut? Guten Morgen. Ja, wir machen ja heute großen Rundgang. Ich komm später nochmal zu dir. Du bist unglaublich hübsch. Das ist der mit der Dachs, der vorne da ist, hat einen Dachsaufkleber mit drauf und hat ein historisches Wohnmobil mit dabei. Und das ist der schönste Hund von ganz Gitzenweiler. Der ist richtig toll. So, das ist auch ein toller Platz hier, nämlich direkt hier an dem kleinen Bachlauf, der da ist. Wir gehen mal rüber. Da vorne stehen wir. Da habt ihr uns untergebracht. Das sind so Komfortplätze, da hast du Festwasseranschluss und Abwasser in einem, wenn du willst. Genau. Und wenn mal was richtig Großes kommt, dann kann man es auch mal querstellen. Das kommt dann schon auch mal vor. So, aber bisher hat es immer gepasst. Ich kam das letzte Mal, da wart ihr voll. Und da habt ihr noch einen Platz gefunden. Ihr habt mich nämlich vor hinten die Hütte gestellt. Und da vorne groß ist der Zeltplatz. So viel weiß ich schon. So, das heißt, da hat man einen Zeltplatz, da ist ein Fußballplatz. Fußballplatz, Beachvolleyball, noch der dritte Spielplatz. So, und da vorne stehen wir übrigens. Da habt ihr uns platziert. Ja, und da hinten steht der STX. Haben wir uns ein Video gemacht. Das ist so die größten Wohnmobile, die zugelassen sind in Europa, 12 Meter Länge. Und da vorne haben wir uns platziert. So, und das sind ja, so die Plätze. Sieht dann gleich recht winzig aus, so nebeneinander. Ja? Ach so, der Leica vorne. Ja, der Leica ist eigentlich groß. Der hat so, ich glaube, so 7 Meter und der geht so ein bisschen unter vor dem, vor dem STX. Und hier vorne, das ist auch ein Geschoss. Das ist hier ein Sattel. War auch spannend bei der Einfahrt. Also Sattelanhänger. Zwar eng. Es ging, er kann, glaube ich, fahren. Das kommt ja auch nicht nur vor. Cool. Also das ist ein großer Platz. Da ist die Heidrun. Da vorne stehen wir. Nochmal, also wenn ihr übrigens, das zeige ich euch mal gerade, das ist ein ganz tolles Detail. Wir bekommen ja heute unseren Festwasseranschluss nochmal. Den habe ich mir dann nochmal hier hinschicken lassen. Du hast also hier, wenn du jetzt hier stehst, direkt daneben hast du einmal die Stromversorgung. Dann hast du einen Festwasseranschluss, hat jeder hier. Die Komfortplätze, ja. Ja, Komfortplätze und du hast einen Abwasseranschluss. Das heißt, du kannst deinen Schlauch direkt reinhalten. Für Grauwasser. Ja. Und was Tolles, ihr habt bei den schweren Fahrzeugen habt ihr ein spezielles Muster hier eingebracht in den Boden. Da kannst du mit tonnenschweren Fahrzeugen drauf fahren, da sinkt auch nichts ein. Sollte nichts passieren, ja. Also jetzt gerade bei der Wetterlage aktuell. Ihr habt es ja geschottert alles. Kleinen Fahrzeugen hilfreich. Stimmt, aber ja.
So, und das ist dann eher schon ein bisschen Stellplatz-Feeling, was man hat. Das ist hier aber, die großen Fahrzeuge brauchen ja auch Platz. Also wir haben's ja, ja, das ist ja extra für die Liner. Und in der Mitte ist ja dieser große Wendekreis. Das haben wir damals extra so gebaut, weil wir haben ja 1996 angelegt und haben damals schon beschlossen, wir wollen auch Reisemobile in jeder Größe, aber auch die Zelte und die Caravans. Und hier können halt die Großen auch drehen. Ich sag mal, so ein Solitude da hinten, den kannst du nicht zwischen reinschieben. Das geht nicht. Der braucht Platz zum Rangieren. Genau, deshalb haben wir hier in der Mitte auch so viel leerer Platz. Und das ist so gekoffert, hier kannst du wirklich mit bis zu 15 Tonnen drauf fahren. Ich habe probiert, hier was reinzuschlagen, gar nicht so einfach. Ihr habt den Kies drunter. Da ist nicht nur Kies drunter, das ist so befestigt, dass du wirklich mit einem 15 Tonner drauf fahren kannst. Krass. Und da ist mit Vorzelt natürlich wenig. Das muss auch sein, aber es geht. Die Zeltwiese da hinten. Es geht, wenn man nämlich genau mit dem Haken in der Mitte reinschlägt, da ist unten ein Loch, ja, dann genau, geht's. Dann kommt man durch. Dann kommt man durch. Aber was die Leute... Es ist schon eine Herausforderung. Feinarbeit. So, jetzt gehen wir mal kurz hier hoch. Das hier ist... Also wir filmen übrigens heute am 19. Die große Saison für euch beginnt ja jetzt erst. Schulferien sehr spät immer in Bayern und Baden-Württemberg. Meistens Ende Juli, ja, und dann bis tief in den September hinein. Ja, das stimmt. Hi! So, dann kommt dann auch mal hier so ein Kleiner vorbei. Kleiner! Der ist süß. Also bei den Ersten geht die Schule immer schon wieder los, wenn hier alles anfängt dann. Ja. Ist das so, die Verteilung war schon immer so oder ist das jetzt wegen der Pandemie so, dass die so weit auseinander sind? Nee, hat ja jeder seinen Stellplatz und von daher passt das schon. Also wir stapeln die Leute weder in der normalen Zeit noch jetzt in der Pandemie. Also großer Aufruf nochmal, ihr habt noch Plätze, muss man sagen, denn viele Leute haben sehr spontan entschieden, ganz viele bleiben in Deutschland. Ja, und die Leute sollen einfach anreisen. Also wir haben das so gut im Griff, dass wir eben nicht alle Plätze übers Online-Buchen freischalten, dass also immer welche für Spontanreisende da ist und der eine oder andere sagt ab, es ändert sich was, einer bleibt länger, einer geht früher und die Leute zahlen wirklich nur das, was sie auch hier übernachtet haben. Okay, das heißt also, die können dann sagen, sie bleiben. Ich habe eben ja mit dem Pärchen haben wir ja gesprochen, die haben dann ganz spontan mal verlängert, das hat geklappt, die waren sehr nett. Ja. Aber es kann sein, dass man schon mal umziehen muss dann. Also genau. Im Notfall, wenn man verlängert, muss man dann einen anderen Platz nehmen. Und hier oben im Bereich, man sieht es schon, das ist der gemischte Bereich. Wenn jetzt Familien, die ein Zelt haben, einer kommt mit dem Wohnmobil, einer mit dem Wohnwagen, dann können die hier oben auf den nicht parzellierten Plätzen Urlaub machen und da kann man sie dann auch zusammenstellen. Was mir aufgefallen ist, ihr habt eine Straße vor der Tür, die ist aber sehr leise. Das heißt also, man denkt immer so, hier fahren jetzt unglaublich viele Autos lang, das ist gar nicht der Fall. Also man kriegt es abends, ist so gut wie gar kein Verkehr mehr. Nee, das ist so Landstraße, da passiert eigentlich nicht so viel, nee. Man hört es ja hier, also die ist direkt daneben, aber es ist okay. So, und hier ist großer Bolzplatz. Ja, das ist ein richtiger Fußballplatz. So, mit Banden kann man hier spielen, das heißt, ja, man kann sich hier so richtig tot machen, wenn man will. Denn mit Banden, das ist ein ganz schneller Sport. Also ich mach's nicht mehr. Ein Kunstrasen habt ihr hier? Ja. Krass. Sonst wäre das bei den vielen Kindern einfach auch immer, also es war früher so, dass wir halt Matschwiese hatten und so Bolzplatz hat dann irgendwann keinen Charme mehr. Das stimmt. So, und dann von daher haben wir das befestigt. Und da hinten sind auch unsere Ponys. Die sieht man ganz am Ende. Ihr habt einen Streichelzoo. Ja, das ist jetzt allerdings pandemiebedingt eingestellt, weil das ist ja immer noch verboten oder schwierig. Ach so, wegen dem Streicheln. Wir haben sonst immer die Kinder also das war ja so ein bisschen pädagogisch, dass sie den Umgang mit den Tieren lernen. Das heißt, die Kinder durften sich hinsetzen und wir haben ihnen die Häschen auf den Schoß gesetzt. Und dann durften die Häschen streicheln und Löwenzahn füttern und Karöttchen füttern. Aber das geht jetzt einfach nicht mehr. Die Kinder können ja nicht in Reihe und Glied nebeneinander sitzen. Von daher sind jetzt im Moment die Ponys da und die Tierchen nur zum Anschauen. Ich habe manchmal das Gefühl, du kannst den Kindern das 100-mal sagen, geht nicht nah nebeneinander. Sie machen es aber. Deshalb mussten wir es ja streichen. Ja. Spielplätze, wie läuft das? Ist da auch so das eine? Das regelt sich von alleine und da sind ja auch die Eltern dabei. Das ist Aufsichtspflicht der Eltern. Gut. Das müssen die ja auf dem herkömmlichen Spielplatz auch tun. Ist schon komisch, den Streichelzoo darfst du nicht machen, aber Spielplatz. Das ist zu anstrengend einfach. Das ist das Gleiche mit dem Fani. Leider zeig's mal da vorne, guck mal hier.
Ich weiß, man kann da reingehen, aber cool ist, die Leute, du hast hier ein Zelt und du bist direkt am Zoo dran. Das heißt, man kann sich hier frei hinstellen oder gibt es hier... Jeder wird mal eingewiesen, dass jeder auch den richtigen Platz hat und auch genug Platz rundrum. Und das ist jetzt... die rennen zwischendrin. Wir gehen mal vorne rum, da kommst du rein, dann siehst du die Pferdchen. Gerne. Komm, wir gehen mal da rum. Marissa auch da? Die Marissa hat ja diesen Ponyhof, aber ja, so viel habe ich schon gelernt. Ja, aber die hat gerade ein Baby gekriegt. Ich denke mal, ihr Mann ist da. Marissa hat noch Schonzeit. Gut, du bist eine Frau, du darfst das sagen. Ich guck mal gerade. Aber Schonzeit ist hier, wenn man so viele Mitarbeiter hat, wird ja laufend einer schwanger, oder? Nö, das ist Gott sei Dank nicht ansteckend. Also, das... Wir behalten die Leute so lange, bis das zu Ende ist mit dem Schwanger. Sehr schön. So, die Häuschen, was ist da drin, die Kleinen da, die Süßen? Das ist der Streichelzoo, gewöhnlich. Gewöhnlich, aber das kommt ja bald wieder, oder? Wenn es so bald wieder geht? Ja, schauen wir mal. Jetzt haben wir natürlich nach und nach die Tiere auch an liebe Familien verschenkt, weil bringt ja nichts, wenn die sich hier langweilen und alleine sind. So, und den hat das ja auch Spaß gemacht, wenn sie gestreichelt werden. Also wir haben das ja artgerecht gemacht, von daher haben sie das schon gemacht. Ihr hattet Ziegen, oder? Die Ziegen sind ausgeflogen, Tour ist offen. Die spazieren irgendwo rum. Das dürfen die auch? Das dürfen die, die kommen wieder. Die kommen wieder, so, das hier sind Ziegen. Oh, da ist eine. Guten Tag. Beide zu Hause. Beide zu Hause. Ja, komm mal raus. Das sind Pärchen, oder? Nee, Mutter und Tochter. Mutter und Tochter. Na komm, Schatzi. Ich habe leider nichts, du raffst es schon, gell? Na komm her. Ist die hübsch. Ach, das ist die Kleine? Ja, aber die haben hier natürlich genug zu fressen. Nee, das mag sie jetzt nicht. Das ist jetzt zu nah. Okay. Komm mal ein bisschen. Ich geh mal weg. Wir locken sie mal raus. So, das machen wir mal. Und du Mäulchen, komm auch raus. Na komm. Das ist der Sohn. Komm hier, na komm. Steif dir hin, komm. Ziegen sind sehr schlau, gell? Blöd ist er nicht, nee. Außerdem kann er das ja selber fressen. Schau mal, wie mit Fütterung. Merkst du das nicht? Magst du das nicht? Nee, was magst du dann? Kleeblatt? Schau mal, Kleeblatt. Ein Kleeblatt. Nein. Ja. Nee, also dann fress selber. Ist nicht aufgespart. Toll, das heißt, man kann die Tiere nicht nur sehen. Man kann sie üblicherweise, wenn normale Zeiten sind, noch anfassen. Ja. Und das ist der Ponyhof. Der Ponyhof hat jetzt Mittagspause. Genau. Und das ist ein Offenstall. Da sind alle zusammen. Ihr könnt? Ja, die fressen jetzt. Heißt, hier kann ich mir, wenn ich reiten kann, kann ich auch ein Pferd... Ja, du kannst Reitstunden hinten auf dem Reitplatz haben. Ja. Hinten macht die Marissa auch Unterricht. Und hier vorne können sich die Kinder eben das ausleihen und eine Runde Pony reiten. Oder Unterricht oder an der Lounge. Richtig lernen. Scheiße. Ist krass, wie viele Leute hier sind und du hast deine Ruhe. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Es ist jetzt auch Mittagsruhe. Also, alle anderen gehen jetzt was essen. Ja, und wir machen hier Arbeit. Nur du möchtest hier arbeiten. Ich muss nicht. Wir sind jetzt bei 3 Stunden. Also man Schau braucht mal, da machen wir hier Mittag. Wollen wir da mal fragen, sollen wir, wie das so sollen ist wir mal fragen? Da dürfen wir euch mal besuchen kommen. So, hallo. So, die Frau hat sofort die Sonnenbrille aufgesetzt, ja. Ah, das ist nur ein Auge, gut. Dann werde ich das mal gelten lassen in dem Fall, ja. Hi, geht's euch gut? Darf ich das mal zeigen, dieses Stillleben, was ihr hier habt, ja. Dass man mal sieht, ihr habt hier vorne eine Decke, habt ihr ausgebreitet. Die liegt hier vorne. Eine Yogadecke. Heute war ja Yoga. Ich hab's nicht gewusst. Hast nicht gewusst, um 11 Uhr. Ist, glaube ich, jeden Tag. So, das hier vorne. Dann, ihr seid beim Auto da? Ja, da. Ihr habt ein Dachzelt? Ja. Ist das geil. Dachzelt ist da der Hammer, oder? Ja, bin ich jetzt gerade am Ausprobieren. Am Ausprobieren. Und, erste Nacht, wie war sie? Herrlich. Gut Herrlich. Geschlafen. Du schläfst ja hoch da oben. Also das heißt, du musst nur immer dran denken, dass du im Dachzelt bist, gell? Mhm. Und wenn du raus musst, das heißt, runter hüpfen. Die Leiter, hüpfen. Hüpfen, ja. So, ihr habt schon gefrühstückt, nehme ich an. Jetzt gibt's Mittagessen demnächst. Ihr seid so entspannt, oder? Kann das sein? Ihr seid am Chillen. Was läuft denn da für eine Musik? Da läuft Bob Marley. Bob Marley. Ihr seid, aus welchem Ort kommt ihr? Also original komme ich aus Thüringen, aber wir leben in Berlin. Ja. In Berlin. Wir hatten eben auch schon Berliner, die da sind. Ja,
Aber bei uns sind die Ferien ja schon halb rum. Die letzten 3 Wochen jetzt sind wir dann doch mal ausgeflogen. Ja, und ihr habt das Wichtigste gekauft, was man kaufen muss, gell? By the way. Ja. Das ist hier vorne. Ich habe gerade eine Biene gestochen. Ja. Aber wo denn? Zeig mal. Natürlich genau an der ungünstigsten Stelle da. Boah, wie unangenehm. Ja. Wow. Hat wahrscheinlich super weh getan, oder? Ja, der erste Moment war unangenehm, ja. Ja, zumal, wenn du das nicht gewohnt bist und das tut höllisch weh, oder? Ja, man sollte sich halt öfters mal stechen lassen von der Biene, damit man sich dran gewöhnt. So, und jetzt habt ihr einmal das volle Programm hier. Du bist sie? Nele. Nele? Okay, und du? Bist jetzt im Fernsehen. Und du? Helena. Die Helena. Ja. So, und ihr seid jetzt hier am Campen. Seid schon lange hier? Seit gestern. Habt ihr Glück gehabt mit dem Wetter? Hat die ganze Zeit geregnet vorher? Wir sind ja extra deswegen aufs Netz geguckt. Echt? Das heißt, ihr habt da auch noch einen Wetterbericht geguckt? Nee, das Wetter hat sich nach uns gerichtet. So rum war's. Ja. Ist die euch hier die Hängematte? Genau. Ja. Zeig mal bitte einmal, wie das geht. Hier, Kinder, auf geht's. Genau. Ja, einmal kurz rein. Denn die Leute nehmen immer nur eine Hängematte mit, ja. Und deswegen muss man sich dann immer. Aber es passt, oder? Bei 2 Kindern? Ihr seid Schwestern? Nein. Freundinnen? Ja. Okay. So, dann dürft ihr mir mal jemand grüßen aus der Schule. Ihr seid wo in der Schule? Matzhofer Grundschule. Okay. Dann bitte mal grüßen deine beste Freundin außer Dida? Ida. Ida und Laura. Ida und Laura. Und du? Ja. Lara und Hannah. Laura und Hannah. Ihr wohnt in Berlin, ist ja eine große Stadt. Ja. Ihr seid ja auf dem Land. Ist das nicht langweilig hier? Nein. Schön. Ja. Schwimmbad habt ihr hier? Ja. Ihr wart schon da? Ja, schon oft. Ist das warm, das Schwimmbad, oder geht? Ja, wenn man sich dran gewöhnt. Aber es geht noch viel kälter, habe ich gehört, ja. Es ist so. Warte, ich zeige euch mal gerade. Das ist in der Hängematte. Ihr seid ja jetzt oft drin in der Hängematte, oder? Es geht. Ja, und was ist hier zu tun so einen ganzen Tag? Was habt ihr vor? Ein bisschen chillen? Heute waren wir schon in dem Pool, dann wollen wir heute noch Werwolf spielen und nochmal in den Pool gehen. Werwolf, was ist das? Das ist so ein Spiel für draußen. So ein, da ist halt das eine, kann man einmal als Kartenspiel spielen und einmal in echt. Ja. Okay. Da sind halt manche Werwölfe und manche Dorfbewohner und jeder hat halt eine Aufgabe im Dorf und Werwölfe sind halt böse. Und du, was hast du für eine Aufgabe gehabt bisher? Wir haben das noch nicht gespielt, wir spielen das heute um 15 Uhr. 15 Uhr, ja. Mehreren Leuten. Ja. Und dann habe ich noch das Spiel einmal mit. Mit am Kroatien. Okay. Ihr seid schon im Gymnasium oder in der? Nee, wir sind noch in der Grundschule. Aber jetzt ist das letzte Jahr oder wie? Nein, jetzt kommt unsere Grundschule. Unsere Grundschule geht bis zur 6. Klasse. Bis zur 6. Klasse, okay. Ist das eine neue Grundschule? Ich kenne das gar nicht. Nein, die gibt es schon ziemlich lange. Ja. Ist ja auch egal, wie man es nennt, oder? Ja. Das heißt, ihr seid jetzt in der 5. Klasse gewesen? Nein, wir kommen jetzt in die 5. So, und jetzt bleibt ihr wie lange hier? Bis Donnerstag und dann fahren wir nach Italien. Nach Italien? Ja. Und wohin fahrt ihr? Lago Maggiore. Lago Maggiore. Ja. So, ist ein bisschen anders in Italien dann, ja, oder? Ja. So, aber trotzdem schön hier. Ja. Sehr cool. So, und ihr schlaft im Dachzelt? Nee. Also heute ja, aber sonst schlafen wir in dem Zelt. Da vorne in dem Zelt, in dem großen. Das haben wir noch nicht geklärt. Das haben wir nicht geklärt, sagt die Mama. Mama möchte noch nicht vom Papa schnarchen gestört werden. Schnarchst du? Aber die meisten Männer schnarchen ja nur, wenn sie was getrunken haben, so ein Rotwein oder so. Sporadisch. Ja. So, das haben wir hier. Ihr habt ein tolles Zelt, das hat so Luftkammern. Ist das schwer aufgebaut? Nee, das dauert 5 Minuten ungefähr. Und das habt ihr ganz neu, oder? Nö, das haben wir schon ein paar Jahre. Okay, das funktioniert. Das ist das Beste, was wir jemals haben geschenkt bekommen. Ja. So. Ja, darf ich da mal reingucken? Das ist halt. Das ist nur mal. So ein Flash and Black. Das ist extra noch sehr schwarz, damit das halt, wenn die Sonne drauf scheint. Achso, damit man nicht gleich wach wird. Nee, das, genau, erstens das und das ist halt auch um einiges kühler. Fresh and Black, die Werbung habe ich immer nur gesehen, aber ist wirklich gut. Genau, ja. Also da hat die Werbung echt mal gestimmt. Ja. So, eine Kühlbox natürlich mit drin. Und das geht so schnell, das Aufbauen? Ja, ja. Man bläst es auf und fertig. Mit 4 Heringe rein und dann aufblasen, dann steht das. Sind so Kammern drin. Das heißt, du hast so ein Vorzelt hier drin. Klar, ist natürlich schöner, wenn das Wetter passt. Man könnte das hier jetzt vorbauen, könnte das mit Stangen dann so. Ja, man könnte noch 2 Stangen dran bauen, aber das reicht so vollkommen aus. So, und das Dachzelt habt ihr neu? Das ist seit letztem Jahr hat das Anja gekauft. Ja.
Preis, ist sowas teuer? Das ist sehr teuer, ja. Zweieinhalb. Der Vorteil ist, du kriegst es immer wieder weg, wenn du es nicht mehr brauchst. Sowas sucht man. Der Vorteil ist, dass man halt auch jetzt in der Stadt zum Beispiel zelten kann, weil das nicht übersteht. In der Stadt? Ja. Kannst du schon gemacht? Drinnen pennen. Nee, hat sie noch nicht gemacht, aber. Hat sie vor? Hat sie vor. Ja. So, ich zeig mal gerade. Ihr habt einen, was ist das für ein Auto? Ein Ford? Ein Ford Focus. Mit James Barut heißt das Dachzelt. Und wie ist da hochzukommen mit der Leiter? Auf der anderen Seite ist die Leiter. Ah, okay. Das hast du auch noch nicht gesehen, oder? Doch. Es gibt so eine. Es gibt so eine richtige Dachzelt-Community, also Leute, die darauf schwören. Dachzelt-Nomaden. Ja. Dachzelt-Nomaden. Und die sogar im Winter darin, die haben so Heizmatten drin, die dann anschließen. Okay, das kann ich noch. Ja, so bei minus 10 Grad bist du froh, wenn es von unten ist, ein bisschen warm wird. Ah, ist geil. Und das hält das aus, das Auto? Von der Dachlast? Ja. Also das ist ja bis 75 Kilo darf man ja zuladen und das wiegt 60 ungefähr. Ja gut, aber wenn du drin bist, ist ja schwer. Nee, das hat ja nur was während der Fahrt zu tun. Okay, ja, genau. Verstanden. Danach sind 300, 400 Kilo auch okay, wenn da drauf liegen. So, das heißt, du musst keine Angst haben, dass der Fokus dann wie so eine Sardinenbüchse zusammengeknickt wird. Nee, nee, passiert nichts. Das hat man eher durch die Zuladung, aber wir haben dann einen Anhänger genommen und da ging das auch. So, jetzt ist ja Berlin groß. Aus welchem Bezirk kommt ihr? Ja, ganz aus dem Osten, aus Mahlsdorf. Nee, ja. Ihr seid das. Wir sind das, genau wie wir. Genau. Ja. Ja, schön. Ja, Berlin, eine Riesenstadt, da muss man auch mal raus, oder? Wir wohnen ja schon draußen im Grünen sozusagen. Also es ist aber trotzdem, egal wo man wohnt, glaube ich, man muss immer mal raus. Was anderes sehen und... Ja. Weil das ist ja auch so, Berlin hat ja viel, also man könnte ja auch da bleiben, aber Italien, Lago Maggiore, wie habt ihr das Ziel ausgewählt? Ja, wir waren da vor 3 Jahren schon mal auf der Schweizer Seite und haben gesagt, wir gucken uns jetzt nochmal die italienische Seite an. Ja. Ist das weit weg von hier, in Fahrstunden? 4 Stunden ungefähr. 4 Stunden, da seid ihr da. Also mit Maut 4 Stunden, ohne Maut 6 Stunden. Und da habt ihr schon gebucht jetzt auf dem Platz? Genau. Muss man auch, oder? Da. Ich denke schon, ja. Also die haben erst ab Donnerstag frei, deswegen sind wir nochmal hierher gekommen, weil wir waren vor 2 Jahren schon mal hier und vor 3 Jahren schon mal hier. Und das ist ein schöner Zeltplatz hier. So, ich gehe noch mal kurz zu deiner Frau, sag mal Tschüss, dass wir das haben. Und das passt alles hier ins Auto rein? Nee, wir haben ja wie gesagt einen Anhänger genommen, weil nichts reingepasst hat. Ah, okay, da ist der Anhänger, den habe ich gar nicht gesehen eben. So unscheinbar, ein Nachläufer. Da ist er. Wie cool, sie macht wieder Promo hier für ihre... Ihr macht ein Werbevideo gerade, oder? Nee, wir machen eine Doku über den Platz. Ich habe im letzten Jahr eine Doku gemacht für Saarlandfernsehen. Gehen so rüber, erzählen so echte Geschichten vom Campingplatz. Das machen wir jeden Tag. Und die Leute, viele wollen ja oder können noch nicht raus und gucken dann die Geschichten und kriegen dann Fernweh. Ja, das ist, also kann man hier bekommen, ja. So, wenn man sieht, also der Platz ist ja jetzt nicht besonders voll. Also man hat seinen Platz, trotzdem sind hier über 1000 Leute gerade. Echt, ja? Ja, echt. Okay, wir waren vor 2 Jahren hier, da war alles voll gewesen. Ja. Also da war von dem Zelten hier alles voll. Da standen wir vorne, hatten wir noch ein Wohnmobil gehabt. Mhm. Und vor 3 Jahren waren wir auch mit dem Zelt genau hier hinten gewesen. Da war ja auch alles voll. Da war hinten eine riesen Party gewesen, weil da irgendwie alle, die jedes Jahr zum gleichen Zeitpunkt hierher kommen. Ja. Und die haben da mit Biertischgarnituren. Ist geil, oder? Ja. Die gingen ja bis um 3, oder? Ja, ich glaube, weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Aber es ging dann. Ihr habt es überlebt. Ja, auf jeden Fall. Außerdem, wenn man genug müde ist, dann schläft man auch so, oder? Ja, na ist sowieso, ja. So, Fahrrad dabei. Ja, toll. Also ich habe keine Fragen mehr. Darf ich euch stören? Ja. Denn, ja, vielen Dank, dass wir mal in euer Leben mal reingucken durften. Aus Berlin, ganz aus dem Osten, habe ich gehört, seid ihr. Und dann wünsche ich euch noch viel Freude. Fast Brandenburg. Fast Brandenburg. Hey, schön. So, euer Sender, was ist das? Was hört man da? BB Radio? Radio Teddy. Also nicht die RTL 104.6? Nee. Nee, 91.4. 91.4, so. Hört zu. Also das ist repräsentative Umfrage aller Radiosender in Berlin. Ja, na, wie gesagt, durch die Kinder Radio Teddy und das ist eigentlich auch, da läuft ja auch Mainstream-Musik, so, das kann man sich schon antun. Ich habe gedacht, so Kindersender hört keiner. Gar nicht der Fall, oder? Ja, doch. Also. Sag mal, da läuft doch ein komischer Mix bei dir gerade. Eben war noch Bob Marley, jetzt kommt eins, kann mir keiner. Ja, ne, es war so aus dem Leben. Ist ja
aus dem Leben gezogene Best-of sozusagen, was man so in der Jugend auch mitgenommen hat. Ja. Cool. Und das ist deine Küche? Das ist unsere mobile Küche. Hast du selbst gebaut? Ja. Die ist ja geil. Hat sich die Mama gewünscht? Die Küche? Gesagt, er möge sowas bitte bauen. Ja. Ist natürlich jetzt nicht aufgebaut. Ist halt er muss sagen, dieser Grill ist ja legendär. Den hat, glaube ich, jeder Camper. Den gibt es auch in 500 Nachbauten. Kostet, glaube ich, 20 Euro, je nachdem. 30. Mit Gasflaschen dazu. Ja. So. Jetzt läuft uns gerade Jump. Cool. So, wir werden euch jetzt in Ruhe lassen. Tschüss euch allen. Ja, viel Spaß. Darf ich noch ein kleines Finish-Foto machen von euch, wenn ihr alle mal gerade zusammensteht für... Genau, dass ich mal euer Dachzelt, das Zelt. Oh je. Ach, der Bauch einziehen, das brauchen wir nicht. Bitte? Sollen wir als Beweis mit drauf? Ihr könnt mit drauf, ja. Ich werde euch später wegretuschieren dann. Das ist, so, da sind wir. Einmal die Familie Zuck aus Berlin. Aber ich nicht. Du bist keine Zuck, sondern? Sie ist Seifert. Sie ist Seifert und der Rest ist Zuck. Okay, das nehme ich mal so mit. Einfach alle am Gezelt. Im Dachzelt. Sag mal, hat deine Mama keine Angst, wenn du bist die Mitgebrachte? Nee. Ja, doch. Du bist die Mitgebrachte. Hat die keine Angst, wenn du hier so... Nee, erzähl mal, seit wann du schon dabei bist. Ich bin seit der ersten Klasse. Ich bin das fünfte Mal jetzt hier mit. Das fünfte Mal? Ja. Und die Mama ist froh? Die ist in Berlin. Die ist in Berlin, freut sich, kann endlich mal machen, was sie will. Ja. Ja, also ich habe zwei kleine Brüder. Also, da bist du auch froh, dass du weg bist, oder? Ja. Bist du die böse Schwester, oder? Nein. Die liebe Schwester. Das geht die so. Die bösen Brüder. So, tschüss. Und finde ich Foto, einmal winken. Wie früher. Ciao. Dankeschön. Boah, die sind ja echt. Dann schicke ich die per E-Mail. Genau. Ne? Ciao, ciao. Danke euch. So, und jetzt, du sagst immer so, okay, müssen wir trotzdem mal zeigen. Ihr habt ganz viele Leute, die ein ganzes Jahr hier buchen. Das heißt, die können kommen, wann sie möchten? Nein, also die stellen ihren Wohnwagen das ganze Jahr ab. Das sind immer Jahresverträge und die kommen dann halt zum Wochenende. So, kommen und gehen wieder, können aber... Wie sie möchten, aber die leben nicht hier. So, das ist ganz wichtig, der Unterschied. Ja. Denn es gibt ja auch Plätze, da kann man leben. Das hier sind jetzt Plätze, da parke ich meinen Wohnwagen, kann kommen, wann ich möchte, quasi. Eben, das sind Urlaubsplätze. Und das verträgt sie nämlich nicht. Meiner Meinung nach verträgt sie auf einem Campingplatz das nicht, wenn du Urlauber hast und Dauercamper. Und unsere Jahrescamper sind ja wie Urlauber. Die sind viele aus der Schweiz, sind einige aus dem Stuttgarter Raum. Ich muss sagen, in der Schweiz kostet sowas ein Vermögen. Das ist hier viel günstiger. Ja, doch, das ist schon angenehmer hier, denke ich mal vom Preis. Die Schweizer wissen das zu schätzen. Die kommen gerne hier rüber und es ist ja nicht weit. Schau mal, der Hund, man hält Wache. Hier sind auch die Störchen unterwegs. Sag das mal, das ist so typisch Vorzelt. Dann hat man auch eine etwas festere Installation hier vorne gewählt. Das geht. Und das ist erlaubt, das braucht teilweise eine Baugenehmigung. Dann aber ganz wichtig, Feuerwehr muss immer durchkommen können. Ja, aber das ist abgenommen. Also wenn die 12 Tonner hier durchpassen, dann passt auch die Feuerwehr durch. So ist es. Hier drüben wären welche, die gerade schön in der Sonne sitzen und sich unterhalten. Echt? Darf ich die mal? Die mal fragen? Mehr als davon rennen können sie ja nicht. Hallo, darf ich euch mal kurz stören? Wir sind vom Fernsehen, wir wollten mal... Also ihr ist vom Fernsehen. Ich bin vom Fernsehen. Da ist hier die Chefin, die kennt ihr wahrscheinlich schon, oder? Ja. Okay, weil ihr sitzt da so toll zusammen. Du darfst ruhig kurz da bleiben, weil ihr seid nämlich ein Ensemble, praktisch wie ein Kunstwerk, was ich gerade hier mal sehe. Ich zeig mal gerade was. Was war denn hier drin? Was war denn hier drin in der Pfanne? Schnitzel und Spätzle. Und Soße. Und Soße. Also gut Schwäbisch. Schnitzel, Spätzle und Soße. Schnitzel, Spätzle und Soße. Sie sind aber kein Schwab. Nee, ich bin kein Schwabe. Ja. Das ist deiner hier? Das ist meiner, ja. Okay. Der ist hier zugelaufen oder wie hast du ihn kennengelernt? Ja, so mehr oder weniger, ja. Ja, ja. Echt? Ihr habt gerade die Rede davon gehabt, oder? Nein, wir haben gerade dann, wie viele Jahre sie verheiratet sind. Und, wie viel? 42, 43, 47. Du klingst, als kämst du aus Süddeutschland. Nee, wir leben seit 20 Jahren im Allgäu. Das hört man aber so ein bisschen. Ja, das ist klar. Nee, in dem Alter, wie wir sind, da
Kannst da wirst du es nicht mehr los, oder? Ja. Ist so. Und seit 11 Jahren sind wir hier, wir sind gerne hier und freuen uns drüber. Ihr seid Jahrescamper. So, ja, das heißt, ihr kommt immer wieder mal her. So ja, ist wir es. Sind jetzt Rentner, da können wir öfters bleiben. Öfter mal bleiben. Aber ich sag mal, ihr habt viel Spaß hier, man kennt sich praktisch. Ja, diese Straße hat sehr gewechselt jetzt hier, da sind die ganzen Älteren weg. Das sind wir hier jetzt die Ältesten. Das junges Volk dazu gekommen. Wieso, du bist ja noch jung. Ah, 67, das ist nicht jung. Echt, bis 67 schon? Ja. Was hast du gemacht an den Haaren, oder so, dass du so jung warst? Das ist grau, wie es Natur gibt. Ist das keine Farbe grau, die du reingemacht hast, um deine blonden Haare zu verdecken? Nein, das ist alles gut, das ist Natur. So, du hast mich eben gefragt, soll ich meinen Hut ausziehen? Du hast den genialsten Hut aller Zeiten. Der ist so schön, ich zeig dir mal gerade. Das ist so ein Sommerhut, den du anhast. Aber jetzt hat es die ganze Zeit geregnet, jetzt ist schön, oder? Ja. Nimm sie. Komm, ich zeig das mal gerade, wie schön ihr es hier habt. Dein Vorname, wie ist der? Albert und? Ich heiße Rita. Rita, Albert und Rita. Und das ist euer Zuhause hier? Jawohl. Boah, das ist ja schon ein Haus, oder? Ja, beinahe. Beinahe. Ja. Zeltbau, die kommen hier aus Schächtingen. Schächingen. MTH. Mhm. Das heißt, das Ding, da kann es stürmen, da passiert nichts, oder? Ja, könnt ihr mal reingucken. Ja, bitte. Ich will einmal kurz schauen, denn... Sowas habe ich noch nie gesehen. Warte, ich zieh mal die Schuhe aus. Ja, geht das? Ja, ich habe jetzt mal hier rein, denn... So, jetzt klicke ich mal rein. Ihr habt eine richtige Einbauküche. Ja. Ich pack's nicht. Eine Eckbank habt ihr mit drin. Das heißt hier, kann man hier im Winter ausholen? Ja. Das geht. Ja. Ihr habt eine Heizung hier vor? Wir halten uns im Wohnwagen auf, dann im Winter. Und hier draußen eigentlich. Ja, ein Zusatzheizer hier, dann für die Tage. Und da gibt es halt so Leute, die haben das isoliert, aber das darf man scheinbar nicht mehr. Ja. Die können dann hier praktisch wohnen, im Vorzelt. Und das ist alles massiv, das ist gut, das ist Aluminium. Das Alu, gell? Ja. Das ist für die Ewigkeit gebaut, oder? Das ist jetzt 20 Jahre alt. Nee. Doch. Das hält und hält. Ja, wir kommen nach dem Winter, wir kommen Winters ja nicht her. Wir kommen im Frühjahr, machen das Ding auf. So sieht's aus. Das Schöne ist ja hier ist ja immer jemand, der aufpasst, dass hier auch nichts passiert. Ja. Ja. Gab es jemals ein Problem? Nee. Nö, also ich wüsste ja hier nicht. Nein. So, das heißt, ihr seid hier, jetzt ist ja warm. Wie wird hier gelüftet dann? Na gut, muss man halt hier aufmachen, die Dinger kann man auch aufmachen. Ja. So, und dann habt ihr hier, ist hier auch der Kühlschrank hier draußen? Oder? Der ist schon drin im Wohnwagen. Habt ihr drin. Und im Wohnwagen, darf ich mal kurz reinschauen? Ja, bitte. Ah, ihr habt so eine richtig gute Stube hier. Ja. Und wir sind jetzt gerade erst angereist. Wann denn? Heute? So ein bisschen. Heute ja. Angereist? Ja, vorhin, ja. Das ist krass, ihr kommt hier rein und könnt sofort wohnen. Ja. Ihr habt alles drin. Ja, alles da. Und waschen, wie macht ihr das? Nehmt ihr im Waschhaus. Wir benutzen die Toilette hier nicht. Wir gehen also vor, die Wohnwagen, die haben ja Toiletten drin, da kann man also sich waschen oder aufs Klo gehen, aber das machen wir nicht. So, hier ist die Katze, da habt ihr eure Uhr, ihr habt eine richtige Einbauuhr. Ja. War die schon drin? Die war schon drin, ja. Aber die funktioniert jetzt gerade, da ist keine Batterie drin mehr. Was ist das hier für ein Wohnwagentyp? Tabard. Der ist jetzt auch schon 30 Jahre alt. Boah, ist der schön. Das mit dem Holz. Das kommt jetzt wieder, das helle Holz. Ja, hast du weiß, gesehen? Ja. Das war ja voll dunkel. Dann habt ihr Längsbetten, Einzelbetten. Einzelbetten. Da kannst du ganz bequem einsteigen. Ja, links und rechts hier. Ne. Das ist ja wie zu Hause, oder? Ja, sicher. So, der Tag, ihr seid ja, wenn es geht, seid ihr draußen, oder? Ja. Das ist so der... Also wir sind viel unterwegs, weil es gibt ja viele Möglichkeiten hier am Bodensee. Aber das war schon drin, das war so beim Tabard, die Einrichtung? Ja, ja, ja. So gemütlich, so eine richtige Sofa. Ja. Das gibt's heute gar nicht mehr. Echt? Nee. Doch, die neuen sind auch toll, die neuen, oder? Die haben aber nicht solche tollen Polster, wo du ja, so... Ja, das ist ja, Nostalgie fast schon. Komm, ich komm mal raus mit dir, dass wir das mal sehen. Das ist der Blick so hier drin. Das ist wie eine Eigentumswohnung hier. So ein bisschen. Ja. Und ihr seid woher, kommt ihr? Nee, von Ulm. Von Ulm. Das ist natürlich der Bodensee, ein ganz anderes Klima hier, oder? Sicher, ja. Ist das wärmer? Wie lange ist hier warm meistens? 2-3 Grad wärmer wie bei uns. Okay. Wir kommen ja von der Schwäbischen Alb. Ja. Und das ist schon ein bisschen... Achso, da ist per se ein bisschen kälter, gell? Richtig, ja. So, ihr habt ein Fahrrad. Ihr fahrt viel Fahrrad? Ja. Wir wollen morgen nach Hart, nach Österreich fahren. Ohne Motor? Ohne Motor noch. Ja, logo. Du Held, sage ich nur. Denn die meisten kaufen sich ja E-Bikes. Das braucht ihr nicht. Das haben wir praktisch dann...
Da stellen wir das ganze Zeug rein. So eine Garage hinten drin? Die Garage, ja. So, und da hast du denn noch dein Weißburgunder? Ja, nee, den Spätburgunder. Den haben wir vorhin erst geholt. Echt? Ja, logo. Das gehört aber dazu, gell? Ja, dass man sich ja, klar. Fläschchen rein. Ach, du hast einen Rasenmäher an eigenem? Ja. So, das hier ist quasi jetzt dein Grundstück. So, und jetzt? Richtig. Jetzt bist du hierher gekommen. Ihr seid schon wie lange hier am Platz? 20 Jahre, 22, glaube ich. Ja. 22 Jahre. Ich bin länger. Ja, wir sind eine von den längsten hier, ja. Von den längsten. Ihr habt viele Schweizer auch als Nachbarn? Die sind jetzt in den letzten 3-4 Jahren dazugekommen, die Schweizer. War früher nicht so. Und sind die lieb? Ja. Hat ein bisschen überlegt. Nee, stark. Aber man ist ja hier genau an der Grenze. Das hast du mir gar nicht erzählt, dass die so nett sind, ja, eure Jahrescamper. Ja, wie soll ich sagen, das trennt sich ja von alleine. Den Leuten gefällt es hier gut und im Grunde die meckern, denen es nicht gefällt, die müssen ja nicht bleiben. Ja, somit dünnt sich das von alleine aus. Und der Wolfgang schaut ja immer nach den Jahrescampern und der hat das im Griff, dass da, wir haben nur nette Gäste. Das ist auch ganz wichtig, ja. halten die sich auch an die Nachtruhe denn immer schön? Ja, natürlich. Ja. Gibt es so eine Camperordnung? Das heißt, man darf hier keine bösen Sachen hinstellen. So, ich habe gesehen, mal so ein Gartenzwerg mit einem Finger. Nee, ach darf so. Man nicht. Nee, das verbiete nö, ich. Nö. Darf nö. Man nicht. Nö. So, nee, das finde ich auch nicht. Ne. Das muss also nicht sein. Das regelt sich vieles von ganz alleine, gell? Ja, heber. Ja. Was ich toll finde, ihr habt so ein Überdach darüber. Wenn du mir das mal kurz zeigst. Ich das ist, stehen, ich bewege mich nicht. Ja, mach mal. Das schützt den ganzen Wohnwagen, gell? Ja, ja. Und wenn es regnet oder Hagel oder so, dann ist es nicht so laut auf dem Dach, ist leiser. Ja. Ist das viel leiser? Schon, oder? Es ist leiser, sagen wir so. Man hört es trotzdem noch, aber man kann besser schlafen dann. Das ist ja schön, das ist schon fast ein historischer Wagen. Das heißt, der steht jetzt hier schon wie lange? Seit 20 Jahren dann? 22 Jahre. Unbewegt? Ja. Echt, du hast den nie mal umgesetzt oder so? Nee, ich habe ihn vor zwei Wochen waren wir da ein bisschen höher gesetzt, weil sich das ein bisschen gesenkt hat. Ja. Alles, aber sonst habe ich nichts. So, da ist ein fester Stromanschluss, das heißt, du hast einen eigenen Zähler? Ja, das ist der Zähler. Ja. Und so. Hier hinten sind die Sicherungskästen für die ganze Reihe, dann, also wenn es Probleme gibt. Hast du jetzt hier einen festen Anschluss, Abwasser? Oder? Nee, nein, aber hast nicht. Du nicht. Nein. Und das Abwasser geht wohin? Wenn er jetzt spült und so? Das macht vorne im Sanitärhaus, kann man das sehen. Achso, das heißt, ihr spült auch im Sanitärhaus? Ich fange das auf, da drinnen unten und im Waschbecken habe ich einen Behälter, da kann ich wie in der Küche zu Hause entsorgen. Und wenn die Frau dann vergisst, den Behälter, dann hat sie halt nasse Füße von Spülwasser. Achso, ich zeige mal gerade, das ist dein Auto. Du fährst natürlich Mercedes, ja klar. So, und das heißt, du fährst wie rein da vorne, oder wie? Ja, ich fahre da vorne. Du hast deine eigene Zufahrt dann? Ja, das ist der nächste Stellplatz, der kommt, da wirst du im Herbst. Der hat hier, wegen dem habe ich das Auto da abgestellt. Okay, und normalerweise? Hier vorne hin. Da vorne? Ja. Toll. Also ich bin ganz, so die Nachbarn hier, die kommen mal ab und zu? Na, am jedes Wochenende kommen. Die kommen aus der Schweiz hier. Ja. Die Vorgänger waren aus dem Elsass. Die sind dann im Jahr nur 3-4 Mal gekommen und immer länger. Und der hat altershalber, haben sie das aufgegeben. Die waren schon fast 80. Und haben das jetzt dieses Jahr verkauft und jetzt sind Schweizer da auf dem Grundstück. Toll. Also ich bin ganz begeistert von euch. Toll finde ich auch hier diese Abtrennung. Die ist zwar nur so ganz klein, aber die ja, das wirkt. Optische Sache, die wirkt unwahrscheinlich, ja. Dass die Leute wissen, da rennt keiner direkt rein. Ja, ja. Ja. Ah, ihr habt einen tollen Platz, hier kommt jeder vorbei, gell? So ein bisschen, man hat immer was zu sehen. Ja, klar. Und man ist okay. Und Sonne von morgens bis abends. Sonne von morgens bis abends. Ja, ich habe einen großen Sonnenschirm dabei. Du kannst dir das gar nicht anders vorstellen hier, oder? Nö. Als auf dem Platz hier. Nö. Gibt's was Schöneres? Sag mal, wenn aber hier die Leute schon so lange da sind, dann kann es ja mal sein, dass einer auch mal nicht mehr da ist, dass er vielleicht mal stirbt. Ja. Ist das schon mal passiert hier, oder? Ja, schon öfters, ja. Was ist das für ein Feeling, wenn du so die Camperleute... Ach, nee, nicht hier. Hier. Nein, aber wenn jetzt einer sagt... Ja, das hinterlässt schon eine Lüge. Das also, ich weiß gar nicht, wie das... Die meisten sind halt auch schon 10, 20, 15 Jahre hier und die kennen wir schon 20 Jahre lang. Ja. Und jetzt kommt er halt nicht mehr. Ja, aber das ist der, ja, ist der Lauf der Dinge, oder? Bitte? Das ist der Lauf der Dinge. Ja, klar. Als jetzt Straße bestimmt jetzt schon 2-3 Stück. Jetzt war ja die Zeit, ihr durftet hier nicht hin, ja? Das war ganz schlimm, oder? Das war schlimm, ja. Das war sehr schlimm. Zum Rasenmäher durfte man kommen,
Ach, zum Rasenmähen durfte er kommen? Ja. Wegen der Zweitwohnungssteuer. Nach seinem Eigentum dürfen wir ja schauen. Wir gucken. Ne? Ach so. Ja. Ach so, ihr zahlt hier Zweitwohnungssteuer? Ja. Ja. Wir zahlen Zweitwohnungssteuer und eine Pauschale an Kurtaxe. Ist das teuer, so eine Zweitwohnungssteuer? Was zahlt man da? Was zahlen wir? 98 Euro im Jahr. Ja, ja, und was zahlen wir pauschale Kurtaxe? Das ist jetzt 80 Euro. 80 Euro. Ja, gut, sagen wir mal, im Jahr 200 Euro, also 18 Euro im Monat ungefähr. Ja, manche Familien haben 500 Euro Kurtaxe. Ach so, weil die so viele Leute sind, oder? Nach Person geht es. Und das Fiese ist eigentlich, wir haben uns gerade darüber unterhalten, die werden halt zweimal abkassiert. Also dieselbe Person ist einmal Tourist und einmal Anwohner. Und ich sag mal, die Anwohner sagen, was nutzt ihr? Ja, ja, also jetzt bis zum Lockdown hattet ihr nichts von Anwohnern. Und auch mit der Kurkarte. Gut, ja, die Busverbindung haben wir jetzt, aber die haben ja verdreifacht, die Kurtaxe, in einem Jahr. Einfach so. Mhm. Wir konnten nichts dagegen machen. So, das heißt, der Gemeinderat hat abgestimmt und dann ist die Kurtaxe Stadtrat. Und hat das abgesegnet. Und die ist das hier Lindau, Gemeinde Lindau? Ja, okay. Ja. Man kann gar nichts dagegen machen, man muss zahlen. Ja, aber es heißt, vorher war die Kurtaxe im Jahr 30 Euro und jetzt sind sie dann 80. Mhm. Das ist natürlich auch viel Geld, wenn man jeden Euro vielleicht umdrehen muss, oder? Ja, doch. Da ist dann zu überlegen, ob hier in der Pfanne denn, ein ganzes Schnitzel noch kommt, oder? Nee, es gab heute nur jedem ein halbes. Nächstes Mal gibt es nur noch Spätzle. Und der Herr Firsching von der Stadt findet es ja alles angemessen, dass man so eine Erhöhung macht. Und das ist eigentlich das, wo ich mir sage, oh, Halleluja. Also wir fahren, also das ist schon, haben viele Dauercamper. Also die Jahrescamper haben dann auch gesagt, so plötzlich und so viel, du kannst ja keine Wohnung, kannst du erhöhen. Dann heißt der Gitzenweiler Hof hat erhöht, wir haben keinen Cent erhöht. Mhm. Aber die Kurtaxe ist hochgegangen, bei den Touristen ja auch. Mhm. Auf einmal ist es, der Übernachtungsparkplatz vor der Schranke kostet 20 Euro plus Kurtaxe. Und bei meinen Familien ist die Kurtaxe teurer als der Stellplatz. So, jetzt vielleicht mal zu den schönen Sachen. Ja, zeig mal wieder die Sonne. Wenn der Wind rauscht, hört man das hier durch die Bäumchen? Ist das angenehm? Es gibt angenehmere Sachen. Ich finde das toll. Ne? Ja. Man hört halt morgens immer die Vögel. Das ist schon immer toll. Morgens die Vögel, das ist toll. Ja. Und ihr steht wann auf morgens? Kommt drauf an. Ehrlich? Zwischen 8 und 9 irgendwo. 8 und 9 immer. Also nicht erst um 12? Nee. So, dass ihr dann hier feiert bis um 2 mit den Nachbarn, rauschende Feste? Nee. Geht doch gar nicht. Ab 10 ist doch Nachtruhe. Stimmt. Habe ich gemerkt gestern, ja. Da haben die draußen noch diskutiert am Bolzplatz. War es 10 oder 11? Ja, und 11 dann, Uhr ist es. Ende. Also 10 Uhr Ruhe, weil man möchte ja auch die anderen Leute drumherum nicht ärgern. Aber ab 11 ist echt Schicht im Schacht. So. Da steht Zucht und Ordnung. Boah, stellvertretend für ganz viele Jahresleute, die hier sind. Ja. Ich finde euch auch toll, muss ich sagen. Ihr seid klasse. Zumal, darf ich das mal probieren? Das bisschen da, was das da ist? Wäre noch. Wenn wir das mal. Jetzt schon warte mal. Also, wir hätten ihm auch was zu essen gesagt. Nein, ich will nur mal. Herrn vom Fernsehen. Das, aber ihr wollt ja nicht. Das, wenn ihr gewusst hättet, der hätte mehr von mir. Das ist ein Hammer. Du kannst ja richtig gut kochen. Ne, das hat er. Da hat er gemacht. Das hat er auch noch. Der Mann kann auch noch kochen. Du kannst kochen. Ja, sicher. Du bist aber nicht mehr zu haben, oder? Nein, bin weg. 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 Also, wir haben zwar den Regenbogen, ja, aber hier ist katholisch noch. Wenn jemand so lange verheiratet ist, dann lässt man die in Ruhe und bettelt nicht um Essen. Ich wollte nur mal probieren, weil es ist original Spätzle, die waren aber nicht aus der Tüte jetzt, oder? Die waren nicht aus der Tüte. Selbst gemacht. Teig machst du da? Wie machst du? Ja. Ja. Teig, 250 Gramm Mehl, 2 Eier, ein bisschen Salz. Ist auch viel billiger, oder? Nicht wegen dem, aber schmeckt besser. Okay, schmeckt besser. Sehr schön. Da war noch ein kleines Gewürz war drin. Was war drin? Kurkuma. Kurkuma, habe ich rausgenommen. Da sieht es gelber aus. Sehen die Spätzle gelber aus. Ein bisschen Kurkuma tue ich rein im Mund, dann sehen die Spätzle richtig schön gelb aus. Kurkuma ist Safran für Arme. Nochmal bitte. Kurkuma ist das Safran für Arme. Für Arme oder für Schwaben. Für so. Schwaben, ja, das trifft es besser. So ist das. So, meine Kamera wird wieder heiß, also nach einer Stunde 28, denn es ist warm, es ist mitten im Hochsommer, heute am 19. Juli 2021. Ein wunderschönes, am Gutzenweiler Hof. Darf ich euch mal bitten, dass ihr mal gerade vor euer Kleinod tretet?
damit ich mal so ein Foto habe. Denn, ja, Schirm, oder? Denn ich befürchte, wir müssen einzelne Episoden machen. Wenn ihr euch mal so in den Arm nehmt, als ob es so aussieht, als würdet ihr euch lieb haben. So, da steht's. Nochmal die Vornamen bitte. Albert. Albert und Ritter. Und Ritter. Ja. Aber nicht mit Doppel-T, die Nein, Ritter. Nur mit einem T, aber nicht mit IE. Nicht mit IE, also nicht Rita, sondern Ritter. Genau. Alles klar, verstanden. So. Ja, große Doku, 19. Juli 2021. Wir könnten noch stundenlang drehen. Dir würden auch wieder 70.000 Themen einfallen, ja. Aber wir sind ja noch ein bisschen hier. Jetzt gehe ich mal und zurück. Und der Gitzenweilerhof hat noch freie Plätze. Hat noch freie Plätze, so ist für es. Für ganz sympathische Gäste. Spontane. Und euch wünsche ich dennoch einen ganz geselligen Aufenthalt hier. Danke, das heißt, ihr bleibt jetzt noch wie lange? Egal. Bis Donnerstag. Achso, alles schon verplant, oder? Ja, sicher. Dann müssen wir wieder den Kindsmarkt. Also nach dem Enkelkinddienst haben wir dann. Ach, du bist schon Oma? Ach ja, du mit 70? Wir haben schon einen mit 22. Ein Enkel. Echt? Ein Enkel mit 22? Enkel. Ja, ja. Und beim Jüngsten müssen wir Enkelkinddienst machen. Also du bist schon Uroma? Nein, nur Oma. Kommt aber jetzt bald. Ich hoffe nicht. Toll. So, komm, wir sind weg. Tschüss. Also, tschüss. Ciao, danke ciao. Ciao. Ja, schönen Tag noch. Ciao. Ja, das sind echte Camping-Geschichten, die wir haben. Und wenn wir hier so durchgucken, ihr habt viele, ihr habt wirklich viele Jahrescamper. Macht das ungefähr 20-30%? Wollen wir da mal durchgehen? Ja, wie viel sind das in Prozent? Was denkst du? Knapp die Hälfte. Also wir haben 300 Jahrescamper und 350 Touristen und 100 Zelte. Schau, so haben wir so rein. Sonnensträßle. Dass die Feuerwehr auch gut durchkommt. Also du kommst hier überall durch, das ist gut. Ja. Und wir haben das auch gut im Griff. Wir kontrollieren. Die Leute müssen auch die Gasprüfung vorlegen, dass da auch nichts passiert. Und wir achten auch drauf. Also Wolfgang ist auch dahinter, dass alles ordnungsgemäß ist. Ersthelfer, habt ihr viele? Ja, alle sind ausgebildet. Alle sind ausgebildet. Ja. Ich glaube, das ist ja auch wichtig, dass die Leute wissen im Notfall, was es zu tun. Allergische Schocks, das kennst du? Da ruft man den Krankenwagen und zwar ganz fix. Ja. Der muss an den Tropf. Ist der schnell hier? Ja, du musst nur das richtige am Telefon sagen. Herzinfarkt, da geht es am schnellsten. Oder allergischer Schock, das sind oft die Atemwege. Man muss wissen, was zu tun ist. Und dann, ich sag mal, da muss parallel der Krankenwagen gerufen werden. So, und wenn die gut ausgebildet sind? Wollen wir die mal interviewen hier? Welche denn? Generell. Ja, die Problematik ist, wir brauchen noch was für den kommenden Dreh. Ja. Weil es ist. Weg ist sie. Wir gehen mal auf die Sonne. Aber wir machen eins, wir werden auf die Sonnenterrasse gehen, dann werden wir da. Der Dreiländerweg, das wollte ich dir noch zeigen. Ich hab, ja. Wir sind in einer Straße alle Nationen rund um den Bodensee. Also wir bilden sozusagen den Bodensee ab. Aha. Boah, ist der große Platz, hier war ich auch noch nicht. Siehst du mal. Das war ich ja letztes Jahr schon da, das ist der Dreiländerweg. Die Ballonwiese. Ah, da, wo wir starten. Wird das klappen Freitag oder ist es schwierig? Der Ballon ist unterwegs. Unterwegs. Also Freitag könnte es sein, je nach Wetter, dass wir Ballon fahren. Ja. Das mal zeigen. Ich. Du mit deiner Frau, hatte ich gedacht. Ja, ich habe dann aus Spaß gesagt, ja, der Oskar kommt mit. Da hat meine Frau eine große Schippe gezogen und habe ich gesagt, nee, da muss meine Frau mit. Es ist so der. Der ist, und die Ballonwiese ist wo? Die Ballonwiese ist hier der Bereich. Da haben wir 97 nach dem großen Umbau eingeweiht und das Ballonfestival gestartet. Und jetzt startet der Ballon aber nicht unbedingt hier oben zwischen den Wohnwagen, sondern wir haben ja auf der anderen Straßenseite noch Platz. Und da starten wir dann mit dem Ballon am Freitag. Das ist auch schön hier. Hier ist bestimmt etwas kühler wegen des Waldes, merkst oder? Merkst du schon, gell? Ja, kommt so richtig die Kühle durch. Das ist für die Leute, die keinen Fernseher empfangen möchten. Da ist nämlich Süden. Oh, ich glaube, es gibt ja ganz viele. Das ist TV-freie Zone. Also ich nehme zum Campen überhaupt keinen Fernseher mit. Ja, ganz viele gucken ja auch über Tablet mittlerweile. Flatrate. Ich mache es gar nicht an. Deshalb bin ich ja im Urlaub. Ich lege mein Handy zur Seite, Terminkalender aus und Urlaub. So, dann gehen wir kurz in den Schatten, machen wir die Abmoderation. Du könntest auch hier machen, denn wir müssen irgendwann mal zum Ende kommen. Wir sind jetzt bei fast 4 Stunden. Wir können dir noch ganz viel zeigen. Nee, jetzt machen wir Schluss. Mit Florian wollen wir ihn. Er hat jetzt doch Hunger bekommen, ne? Ich muss was essen. Jetzt nee, aber das ist es Gott nicht. Gott sei Dank auch. Ich will ja einfach bei 4 Stunden müssen wir mal. Ich werde das wahrscheinlich in einzelne Teile zeigen, wo wir dann sagen, okay, das gibt's das und das und das. Ich muss aber sagen, wir werden das ganze Stück auf einmal auch zeigen. Also wenn wir das haben, das sind dann 3,5 Stunden am Stück. Einmal Gitzenweilerhof. Der Gitzenweilerhof forever, oder? Es lebt aber, es ist ja
ja so, ohne deine Gäste wäre das hier gar nichts. Ohne deine Mitarbeiter wäre es nichts. Ohne die Umgebung wäre das nichts. Ja. Es ist ein Zusammenspiel von wirklich vielen Dingen, oder? Und der Gitzenweiler Hof ist ja auch gewachsen. Wir sind ja 60 Jahre alt und ich sag mal, das zeigt sich auch, dass die Leute kommen gerne hierher, wir sind bekannt, die Leute kommen ein paar Mal im Jahr, es kommen aber immer wieder neue dazu. Und wichtig ist das Team. Also ohne Team funktioniert nichts. So. Und von daher bin ich froh, dass der Florian heute auch mitgemacht hat. Ja, Florian, Vor- und Zunahme. Florian Fick, F-I-C-K, falls, ja, wirklich. Ja, ich weiß, wir haben ganz viele Saarländer, die diesen Namen auch haben, muss man sagen. Ja, echt, gibt es ja ganz viele. Hast dein Leben lang viel Spaß gehabt, nehme ich an. Aber das legt sich mit der Zeit, oder? Das legt den Spaß haben weniger. Ich habe viel Spaß, die Probleme haben die anderen. Das ist so. Ja, und das Internet manchmal auch. Ist so manchmal. Achso, die sperren den dann. Heißt florian@gitzenweiler-hof.de. Ja, das hat schon Grund. Ohne den Nachnamen, sonst wären wir ausgespammt. Ja, so ist das. Aber nee, gibt es in Saarland oft. Am Anfang fand ich das witzig, aber dann irgendwann, du gewöhnst dich dran und dann ist es weg. Ja. Ich glaube, das war auch vorher nicht so das Thema. Außerdem machen wir ja Marketing und das ist doch der beste Aufhänger. Ich glaube, den Namen, den wird keiner mehr vergessen. Genau. Ja, auf einer Seite, dein Nachname noch, du bist eine geborene. Heidrun Müller. So, da kann ich die Abmoderation mal, stellt euch mal nebeneinander. Ja, wir winken und sagen auf bald am Gitzenweiler Hof. Ja, Florian Fick und Heidrun Müller, heute am 19. Juli 2021. Tschüss. Auf Wiederschauen, wieder lurgeln.